wie kann ich jetzt alle drei auf Funktion testen, indem ich nur einen auslöse, indem ich diese Taste dauerhaft gedrückt halte? Seht ihr? Es piepen hier alle drei. Und die haben auch geleuchtet. Habt ihr mitgekriegt, ne? Daran seht ihr, dass sie verbunden sind. So, und der hängt echt bombenfest. Hier oben ist er. Der hängt echt bombenfest. Also ist nur mit dem Tesa Power Strip befestigt. Und 10 Jahre lang Ruhe. Und vor allen Dingen klein, ne? Klein und leicht. Das ist schon geil. Das ist also neueste Technologie. Meine lieben Dampfer, Raucher, Nichtraucher und Kiffer, ein neues fantastisches Video aus dem Perle TV Studios. Worum geht es in diesem Video? Um Tesa Power Strips? Nein, ja, so ein bisschen. Es geht auch um den Schutz, um euer Leben sozusagen. Das ist wieder ein wirklich wichtiges Video. Das finde ich nicht ganz so wichtig, aber da komme ich auch gleich noch im Smalltalk Part zu sprechen. Heute geht es um Power Strips eher nebenbei, sondern um solche Geschichten wie Kohlenmonoxidmelder oder die berühmt-berüchtigten piependen Rauchmelder. Kennt ihr ja sicherlich. Die gerne nochmal ein bisschen Lärm machen. Die müssen ja auch regelmäßig ersetzt werden. Also heute geht es um neue Rauchmelder. Und zwar geht es heute um sowas hier. Um Wireless Interlinked Smoke Alarm. Melder, 6 Stück an der Zahl, habe ich mir gegönnt. Seid gespannt. Auch was die Rauchmelder-Situation und die Kohlenmonoxidmelder angeht, hat sich eine ganze Menge in den letzten Jahren getan. Ich hatte schon mal so ein ähnliches Video gemacht. Es ist auch mittlerweile schon, glaube ich, 6 Jahre her. Höchste Zeit, den Kram zu ersetzen. Der gehört in die Tonne. Diese Rauchmelder sollten nicht zu lange betrieben werden und sollten regelmäßig ausgetauscht werden. Zumindest alle 10 Jahre mal. Und bei einigen Rauchmeldern alle 5 Jahre. Und dann gehören sie in die Tonne. Weil dann wird es gefährlich, weil dann funktionieren sie unter Umständen nachher nicht mehr richtig. Also die müssen regelmäßig ausgetauscht werden, aber kommen wir nachher zu. Und da habe ich echt ein tolles System gefunden, was wie die Faust aufs Auge zu meiner Situation und sicherlich auch zu eurer Situation unter Umständen zu Hause passt. Also diese Rauchmelder, diese interlinked, per Funk vernetzten Rauchmelder für kleines Geld will ich euch vorstellen. Bevor wir dazu kommen, sagte ich ja, Zombie-Apokalypse, der Perle stellt sich der Zombie-Apokalypse. Meine lieben Freunde, also der Perle stellt sich der Zombie-Apokalypse. Smalltalk jetzt ein bisschen. Was ist so passiert? Mein Auto hatte einen Wartungstermin und ich sehe gerade, hier ist Dreck in der Linse. Ja, hier ist Dreck in der Linse. Das ist nicht schön. Moment. Da hole ich mal ein kleines Läppchen und diesen Dreck in der Linse, den werden wir mal beseitigen. Da ist irgendwas drin. Ein Fussel. Fussel weg. Ja, also die Optik gereinigt, der Perle gereinigt, der Perle frisch die Haare geschnitten, habe ich mir natürlich wieder mit meinem 49 Euro Rasierapparat, habe ich mir meine Haare wieder hübsch gemacht, wie ihr seht.
Das bedeutet nun nicht, dass ich jetzt morgen in Urlaub fahre. Aber, ich sagte es im letzten Video, meine Planung für meinen USA-Urlaub 2022, zumindest für meinen ersten USA-Urlaub 2022, sozusagen nach der Zombie-Apokalypse, laufen, beziehungsweise sind schon fortgeschritten. Aber kommen wir erstmal zum Hyundai Kona Electric, also zu meinem E-Auto. Mein E-Auto hatte, wo war das, letzte Woche, glaube ich, ja. Letzte Woche hatte es TÜV-Termin und die dritte Wartung. Also es ist jetzt 3 Jahre alt und nach 3 Jahren muss das Auto ja zum TÜV, wenn es ein Neuwagen ist, nach 3 Jahren und dann alle 2 Jahre. Also jetzt hat mein Auto wieder TÜV bis 2024 im Januar. Und Wartung wurde auch gemacht und die Kosten sind natürlich für den TÜV-Termin exorbitant gestiegen. Ich habe 194 Euro löhnen müssen für die 3-Jahres-Wartung inklusive TÜV. Ja, ich weiß, das schlägt hart ins Konto. Also mir standen die Tränen auch bei dem Händler in den Augen. Und ich war ein wenig fertig. Aber ich habe gesagt, okay, dann zahle ich die 194 Euro. Muss ja leben und leben lassen. Also das fand ich dann noch einigermaßen in Ordnung. Also das passte alles so, was die Preissituation angeht. Dazu mache ich aber ein eigenes Video. Das kommt wahrscheinlich morgen, werde ich das produzieren. Weil ich mein Auto auch nochmal hübsch machen werde. Das sieht schon wieder aus wie Sau. Dreckswetter draußen. Solare Superkatastrophe, es regnet nur schmuddelig draußen und das Auto ist natürlich durch diesen ganzen Schmuddelkram auch ordentlich schiedig. Ich werde es morgen waschen und dann werde ich auch gleich, wenn es wieder schön sauber ist, werde ich auch gleich die Gunst der Stunde nutzen, ein 3-Jahres-Kona-Video zu machen von der Wartung, wie mir das gefallen hat mit dem Service und. Gab es ein paar Überraschungen, das werde ich euch dann verklickern. Das nächste Thema wäre, was unseren Smalltalk angeht, dass ich jetzt erstmal ein bisschen Tritop trinken werde. Meine liebe, gute alte Tradition, Tritop, kein Bier, Tritop und zwar diesmal sauer macht lustig Zitrone. Habe ich hier schon eingefüllt, ich habe wieder Beschwerden gekriegt, Perle, sauf nicht immer aus dieser Flasche. Also will ich das nicht machen, ich werde jetzt umfüllen in ein Glas und ich werde mir jetzt hier das Tritop diesmal ausnahmsweise aus dem Glas trinken. Vielleicht mache ich das auch immer im Wechsel, dass ich ein Video mache, wo ich aus der Nuckelflasche, also hier, ich mache es trotzdem mal, hier raus trinke. Aber ja, nun ist gut. WhatsApp-Katastrophe. Aus der Flasche trinken und auch aus dem Glas trinken. Also in diesem Video trinke ich mal aus dem Glas. Bisschen kultivierter. Und auch sehr lecker. Man muss es mögen. Ist sehr, sehr sauer. Ja, klar. Zitrus, ne? Also Zitrone, Limette ist das. Also das ballert ganz gut rein. Das schmeckt mir hin und wieder auch mal ganz gut. Aber dauernd möchte ich das auch nicht trinken. Aber eine so eine Pulle mal hin und wieder zwischen Waldmeister, Kirsche, Himbeere, Johannisbeere und was es da alles gibt. Also wirklich geil, ne? Also Tritop, viele meiner Zuschauer trinken ja mittlerweile auch aufgrund meiner Tritop-Erfahrung auch schon Tritop. Ihr seid gegrüßt hiermit. Ja, warum bin ich so gut drauf? Ja, ich bin ja eigentlich immer gut drauf. Auto hatte ich erzählt. Was ist noch? Ach ja, Betriebsratswahl steht ja dieses Jahr an. Und nun versuche ich gerade meine Kollegen zu motivieren, sich auch auf die Betriebsratswahlliste stellen zu lassen. Da habe ich ein eigenes Wahlplakat gemacht. Das kann ich euch immer einblenden. Also Perle macht Werbung dafür, dass andere auch mitmachen. Also hier habe ich hier geschrieben, ich kandidiere, du auch? Fragezeichen, mach doch mit. Da habe ich mir mal was ausgedacht. Ich hoffe, viele von meinen Kollegen machen damit, haben da Ambitionen, auch in den Betriebsrat reinzukommen und vor allen Dingen als IG Metall-Mitglieder, weil bei uns im Betriebsrat sind nicht ganz so viele IG Metall-Mitglieder und da sollte man schon so ein bisschen nachdenken, wo man seine Kreuzchen macht. Also meiner Meinung nach. Ich mache auch noch ein eigenes Werbevideo. Das werde ich wahrscheinlich in 14 Tagen produzieren. Das wird wieder richtig crazy. Vielleicht zeige ich das sogar öffentlich. Mal schauen. Perle stellt sich zur Wahl, ne? Parteien zur Wahl, also Perle zur Wahl, Vote for Perle, da werde ich ein eigenes, hoffentlich affengeiles, affentittengeiles Werbevideo für mich machen, dass ich entsprechend die Stimmen kriege, dass ich jetzt wieder in den BR reinkomme für die nächste Legislaturperiode, also für die nächsten 4 Jahre. So, das packe ich hier mal weg, den ganzen Tesastripe-Kram. Könnt ihr euch schon denken, wofür ich die Tesastripes brauche, ne? Im Zusammenhang mit dem Teil. Ne? Alter, was ist hier denn los? Haben die alle Langeweile oder was? Jetzt muss ich mal gucken, was hier los. 19 neue Nachrichten. Eieiei. Merci. Ist Merci auch dabei? Nee, Merci ist nicht dabei. Das ist jetzt das nächste Stichwort. Ich habe gestern mit Merci telefoniert. Aufmerksame Stammzuschauer meines Channels wissen, wer Merci ist. Merci ist natürlich mein Lieblings-Slot-Attendant im Stratosphere. Also Sistrat. Seit einigen Jahren heißt das ja nicht mehr Stratosphere.
Hotel und Casino, sondern The Strut Hotel und Casino und Sky Pod. So nennt sich das Hotel jetzt neuerdings. Ich sagte ja letztes Jahr schon, ich will Ende des Jahres will ich auf jeden Fall rüber, weil mein VIP-Status doch ein bisschen in Gefahr ist. Und da musste ich unbedingt rüber. Aber das ging ja alles nicht, weil alles viel zu teuer, die Mietwagenpreise viel zu teuer, alles zu teuer. Irgendwie die Flugpreise waren zu teuer, passte mir alles nicht. Jetzt, Tara, Trommelwirbel, Perla wieder gebucht. Also es geht wieder los nach Las Vegas in nicht mehr allzu langer Zeit. Also ich kann schon fast die Tage zählen. Also ich habe für dieses Frühjahr, Frühjahr, also in Kürze, habe ich wieder einen Flug gebucht. Es geht von Hamburg nach Amsterdam. Von Amsterdam geht das nach Minneapolis und von Minneapolis mit Delta Airlines geht es die Restteilstrecke 3,5 Stunden nach Las Vegas. Dann will ich um vor 5:30 will ich schon an Las Vegas, so alles klappt. Zurück, supergeil. Direktflug von Las Vegas nach Amsterdam und von Amsterdam nach Hamburg. Also echt einen tollen Flug für 500 Euro geschossen. Also da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Ich hätte den Flug aber auch nicht geschossen, wenn ich nicht schon Kontakt mit meinem Host habe. Aber dadurch, dass ich natürlich jetzt meinen Urlaub eingereicht habe, ich arbeite ja, das wisst ihr, einige werden es vielleicht wissen, ich arbeite ja nur noch Teilzeit. Ich arbeite nur noch 28 Stunden die Woche. Gefällt mir ausgezeichnet. 4 Tage arbeiten, 3 Tage frei. Also wirklich super. Aber ich kenne das auch von früher. Ich habe damals auch schon vor vielen Jahren, lass mal zurückrechnen. Vor 20 Jahren, ist das 20 Jahre her? Nein, nicht ganz. Habe ich auch mal etliche Jahre 4 Tage Woche gearbeitet und das fand ich damals schon saugeil. Ne? Also 4 Tage arbeiten von Montags bis Donnerstags und dann 3 Tage frei, ne? Und dann Montags wieder anfangen. Ne? Also das passte schon. Das waren aber 32 Stunden, habe ich in den 4 Tagen gearbeitet. Jetzt arbeite ich nur noch 28 Stunden. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also das war ja der Tipp von meinem Rentenberater, der hat gesagt, pass mal auf, du müsstest ja eigentlich noch ein bisschen, wenn du denn Lust hast, mach's doch so, dass du einfach dann nur noch 4 Tage arbeitest. Und dann einfach mit in der Woche einen Tag frei nimmst. Ich habe es anders gemacht. Schön langes Wochenende. Freitags beginnt mein Wochenende. Dann habe ich den Samstag, den Sonntag, den Montag frei. Und dienstags fahre ich wieder hin. Und habe dann den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag arbeite ich. Also echt klasse. Super Geschichte. Kann man sich wirklich dann gewöhnen. Aber das, wie gesagt, das habe ich ja jetzt erst. Das ist jetzt quasi die dritte oder vierte Woche. Die dritte Woche, glaube ich. Seit Neujahr. Also seit 1.1. mache ich das so. Und ja, jetzt werde ich die nächsten Monate nochmal beobachten. Ist natürlich auch ein bisschen weniger Geld, ist klar. Aber Geld ist nicht alles im Leben. Zufriedenheit ist wichtig und Familie ist wichtig und Freunde sind wichtig, also auch wichtig. Und sowas kommt natürlich bei 5 Tage Arbeiten eigentlich viel zu kurz. Ne? Also 4 Tage, das passt schon. Ne? Also eine gute Geschichte so. Bisschen Tritop. Meine lieben Freunde, kleiner Tipp. Ja, also es geht wieder in die USA. Perla hat schon alles gebucht. Was ist mit meinem Host los? Oder was ist im Strut? Also im Stratosphäre in Las Vegas, was ist da so los? Also da tobt schon so ein bisschen das Chaos. Viele Leute sind da gegangen. Die haben massiven Personalmangel, das weiß ich alles von meinem Host. Die suchen Employees, also sprich Mitarbeiter, wie die wilde Wutz. Also da sind keine vernünftigen Mitarbeiter zu bekommen, weil in Amerika im Grunde genommen die Wirtschaft da brummt. Na, auch in Las Vegas brummt wieder. Das heißt also, sie könnten viel mehr einstellen, aber der Markt gibt das einfach nicht her. Es gibt viel zu wenig Arbeitskräfte, die arbeiten wollen, weil die schon in Arbeit stecken. Das war ja, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, im April 2020 wurde ja in Las Vegas ein kompletter Shutdown gefahren. Ganz Las Vegas war tot, 6 Monate lang. Und da wurden die Systeme wieder hochgefahren. Und mittlerweile läuft das da wieder. Und insbesondere auch durch die Grenzöffnung. Letztes Jahr im November, am 1. November, wurden ja die Grenzen geöffnet für Geimpfte und Getestete. Also wir Europäer dürfen jetzt auch wieder nach Las Vegas. Und da wollte ich ja schon letztes Jahr, Ende 2021 rüber, aber aufgrund der Kostensituation und der Mietwagensituation, das ging einfach nicht. Ne? Das war einfach alles viel zu teuer. Ne? Auch die Flüge waren teuer, alles scheiße. Ne? Und mittlerweile sind die Flüge für dieses Jahr, relativ kurzfristig, sind die ganz schön in den Keller gedroppt. Und wie gesagt, für 500 Euro, alles inklusive, mit sehr guten Umsteigezeiten und Routen, wie gesagt, mein Rückflug, ist von Las Vegas direkt nach Amsterdam. 2 Stunden und 5 Minuten später geht's weiter nach Hamburg. Also wunderbar, also astrein. Und hin habe ich eben, wie gesagt, Hamburg, Amsterdam, Amsterdam, Minneapolis, Las Vegas kenne ich schon und bin da relativ früh da. Und ich werde in Las Vegas diesmal auch 3 komplette Wochenenden verbringen. Also 3 Wochen werde ich in Las Vegas rumhängen. Ich werde mir natürlich auch einen Mietwagen holen. Ich sagte ja schon, Dodge Ram,
Dodge Ram 1500. Ich mach diese Kackkiste mal aus hier. Das geht mir ja völlig auf den Sack hier. Meine Kollegen, die unterhalten sich gerade wieder bei WhatsApp mit irgendwelchen Nonsens, ne? Also Langeweile-mäßig. Irgendwelchen Scheiß, ne? Ja, also es geht wieder nach Las Vegas. Also mit guter Verbindung für 500 Euro. Also so billig, flugpreistechnisch so günstig bin ich schon ewig nicht mehr in Las Vegas gewesen. Dafür sind natürlich alle anderen Kosten ein bisschen gestiegen. Und wie gesagt, mit meinem Host bin ich in Kontakt. Natürlich bin ich mit meinem Host in Kontakt schon eine ganze Weile. Und jetzt hatte ich ja die Daten gehabt und habe den angehauen und habe gesagt, von dann bis dann würde ich kommen. 3 komplette Wochen ist natürlich arschteuer. Und ich bin ja zurückgestuft worden, das wisst ihr vielleicht auch nicht, weil ich hatte ja den VIP-Status. Den VIP-Status habe ich, glaube ich, im letzten oder vorletzten Video mal gesagt, den habe ich verloren. Die haben mich komplett auf Neukunde zurückgestuft. Aber mein Host kennt mich ja über Jahre schon. Und ich bin im Stratosphäre ja auch über Jahre bekannt. Und der weiß natürlich, dass ich da nichts für kann. Ich wäre 2020 wahrscheinlich zweimal rübergeflogen und 2021 auch wieder ein- oder zweimal rübergeflogen. Also konnte ich eben nicht wegen geschlossenen Grenzen. Und sie hatte mir auch geschrieben, ja, Micha, du kannst ja nichts für. Das wissen wir auch. Sie macht mir ganz gute Preise und sie will mir jetzt wieder Player-Rates zuschustern. Und dann können auch 3 teure Wochenenden mit drin sein. Das interessiert mich da nicht. Ich habe die letzten 2 Jahre lang keinen Urlaub gemacht. Und wenn das ein bisschen teurer wird, auch vom Hotel her, und wenn ich da was zahlen muss, dann ist das halt so. Ich hoffe ja immer noch, dass ich das alles umsonst kriege, dass ich mich wieder hocharbeite in meinen VIP-Status. Aber natürlich nicht übers Knie gebrochen, sondern ich produziere da Umsatz. Ich nehme mal an, ich werde wahrscheinlich wieder für 200.000 Dollar will ich da Umsatz, also für 200.000 Dollar will ich da verzocken. Aber das Geld kommt auch wieder rein. Also das ist dann nicht so, dass es weg ist. Aufmerksame Zuschauer wissen es, dass das bei mir alles auf ein Nullsummspiel basiert, das Ganze. Das heißt also, ich investiere 200.000 und kriege 200.000 wieder an Gewinn zurück. Plus, minus, null. Und wenn ich vielleicht ein bisschen im Minus sein sollte, was die letzten Jahre zum Glück nicht häufig der Fall war, dann kompensiere ich das über die nicht vorhandene Hotelrechnung, das kostenlose Essen und solche Geschichten. Also passt eigentlich alles. Mein Host kann mir aber noch keine Kosten sagen für diese 3 Wochen. Ich will jetzt 21 Übernachtungen habe ich denn in Las Vegas oder 21 Nächte bin ich in Las Vegas. Und die komplette Zeit im Stratosphäre. Und sie kann mir in 14 Tagen, 3 Wochen, weil es das System noch nicht ergibt, kann sie mir genau sagen, wo die Player-Rates da liegen. Sie sagte, brauche ich mir keine Sorgen machen, die Preise, die werden, also sie wird versuchen, das Günstigste für mich rauszuholen. Resortgebühr, die ist auch teuer. Resortgebühr kostet in Vegas momentan im Strat, ich glaube, 38 Dollar den Dreh, plus natürlich Tax. Da liegt man weit über 40, ich weiß nicht, glaube ich, war 45 US-Dollar für eine Übernachtung, die kommt noch als Resortgebühr dazu. Das fällt für mich schon mal komplett unter den Tisch. Das würde bedeuten 45 Dollar mal 21 Tage. Wie viel sind das? 45 mal 21, das muss ich mein Handy wieder anmachen. Das mache ich mal. Das können wir gleich mal ausrechnen. Lassen von Google. Ja, das würde ich schon mal sparen. Und ich zahle auch nicht die normalen Zimmerpreise, sondern ich kriege das natürlich deutlich vergünstigt. Ne? Also Player Rates. Ne? Und dann will ich mal versuchen, dass ich da mich in der Zeit so ein bisschen hocharbeite, aber auch nicht auf Krampf. Und einen Mietwagen will ich mir natürlich auch holen und. Was hat sich alles geändert, wenn man in die USA will? Eine ganze Menge. Ich habe jede Menge Formulare jetzt auch schon ausgefüllt. Dadurch, dass ich nach Amsterdam fliege, also von Amsterdam in die USA, muss ich in Amsterdam natürlich, also durch die Zombie-Apokalypse, die will ich natürlich auch mitnehmen. Meine Schutzmaske, weil im Flieger und in den Airports überall, auch im Flug, muss man die ganze Zeit mit Maske sitzen. Finde ich nicht ganz so dramatisch, weil ich bin das gewohnt. Ich arbeite den ganzen Tag mit so einem Zeug hier, mit Mundschutz, aber mit OP-Mundschutz. OP-Mundschutz Zeugs nehme ich natürlich auch mit. Aber den ganzen Tag bin ich gewohnt. Seit 21 Jahren arbeite ich täglich mit Mundschutz. Also für mich ist das nicht viel Neues. Alter, was ist das denn? Ey, Chinesisch. Das mag ich ja nicht glauben, ne? Ich will nicht recovern. Sind die blöd oder was? Install from Storage? Nee. Dass ich mein Handy jetzt hier verabschiedet hat. Power off. Yes. Bin ich jetzt hier ins Recovery reingerutscht? Alter. Okay, booten wir nochmal neu. Kann sein, dass ich jetzt die Lautstärketaste noch parallel gedrückt habe. Dann lande ich, glaube ich, im Recovery. Ah, da geht ja schon wieder gut los hier, ne? Realme. Geiles Handy übrigens.
Aber wenn der jetzt hier meine Daten gelöscht hat, die alte Sau, ne, dann bin ich aggro, ne? Hab mit dem Ding noch überhaupt noch keine Sorgen gehabt. Android 11. Hoffentlich kommt auch Android 12. Ah, siehst du, er ist da. Oh, da habe ich wohl falsch getippt. Moment. So, können wir es gleich mal ausrechnen, ne? Meine Lieben. Das geht hier schon wieder geil los, ne? Perle und seine verpeilten Videos. So. Ja, alles wieder schick. Er bootet wieder alles normal. Alles wieder da, sozusagen. So. Was war das? 45, was heißt nicht 45 US-Dollar um den Dreh, ne? Okay, Google. Wie viel sind 45 mal 21? 45 mal 21 entsprechen 945. Seht ihr, fast 1000 Dollar. Also diese 1000 Dollar fallen für mich schon mal komplett weg. Wenn ich das Zimmer jetzt normal, jetzt mal so unter uns, wenn ich das Zimmer jetzt normal buchen würde für diese 21 Tage, dann wäre ich 3700 Dollar los. Also die 21 Tage, wenn ich sie jetzt im Internet, im Stratosphere buchen würde, der Endpreis 3700 Dollar, da habe ich mich fast auf den Rücken gelegt. Es ist richtig teuer geworden. Aber auch nur die Wochenenden. In der Woche geht's noch, aber die Resort-Fee macht's teuer. Das heißt also, eine Übernachtung in der Woche im Stratosphere, also im The Strut, seid ihr immer mit 100 US-Dollar dabei. Ich mach mal hier den Ton aus. Weil meine Kollegen hier, die können die Klappe nicht halten, so. Also 100 Dollar seid ihr da immer los, ne? Und wenn dann schon mal die Resort-Fee wegfällt, in der Woche, dann ist es nur noch die Hälfte und die Playrates liegen nochmal dramatisch drunter. Ich hatte es in vielen anderen Urlaubsvideos mal gezeigt, wie günstig das ist. Wobei am Wochenende kostet ein Zimmer von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag mal durchaus 140 bis 180 Dollar. Ne? Ich hoffe, die nagelt mir nicht die 180 Dollar da ans Bein. Ne? Kann ich mir aber nicht vorstellen, hat sie noch nie gemacht. Und mit der verstehe ich mich auch ganz gut. Also die ist echt fair und ich hoffe da aufs Beste. Ansonsten würde ich sagen, also wenn mir das zu teuer wird, würde ich sagen, vergiss es, ich buche selbst. Dann buche ich bei Expedia die billigen Tage und dann verpisse ich mich mit dem Mietwagen irgendwo anders hin. Ne? Also das kriege ich dann schon irgendwie geregelt. Aber am liebsten wäre ich 21 Tage in Vegas, um eben wieder mein Level nach oben zu schrauben. Ne? Um da meinen Plan B durchzuziehen. Also es geht wieder los, ich freue mich schon. Ja, was ist jetzt anders geworden, wenn man jetzt in die USA reist? Also dieser ganze Pandemie-Kack hier, also die gesamte Zombie-Apokalypse schlägt da ja zu. Das bedeutet, bevor ich in die USA fliege, muss ich 24 Stunden vorher einen PCR-Test haben. Mein Abreisetag wäre ein Sonntag. Das heißt, ich muss versuchen, samstags noch irgendein Labor aufzutreiben, was mir innerhalb von wenigen Stunden diese schriftliche Bestätigung, wo die Reisepassnummer und alles drin steht, dass ich Corona-negativ bin. Den negativen PCR-Test für Corona-negativ auszustellen. Das ist das Erste, das ist schon mal ganz wichtig. Auf dem Hinweg, das kommt zum Tragen, glaube ich, in Amsterdam wird es wichtig, aber die werden das wahrscheinlich schon in Hamburg abchecken, bevor ich nach Amsterdam fliege, dass ich diesen negativen PCR-Test habe, der nicht älter als ein Tag ist. Also nicht älter als 24 Stunden. Das ist natürlich kacke. Das heißt also, am Vortag muss man möglichst spät versuchen, irgendwo noch ein Labor zu finden, wo man am Ende des Labors quasi nach 5 Stunden nach Möglichkeit das Ergebnis erhält. Und dann gibt es noch Labore, die sind nach 12 oder 24 Stunden. Warte mal, nee, 24 oder 48 Stunden machen. Geht nicht. 24 Stunden ist schon ein Tag. Also ich brauche also sozusagen wirklich einen PCR-Schnelltest, der sofort, nachdem die Proben entnommen worden sind, wo ich dann 3, 4, 5 Stunden später das Ergebnis habe. Und dieser PCR-Test dauert ja auch ein paar Stunden. Also gleich am gleichen Tag brauche ich das Ergebnis, damit ich am nächsten Tag verreisen kann. Das gleiche gilt aber auch für den Rückweg. Das heißt also, wenn ich von Las Vegas zum Airport fahre, muss ich diesen PCR-Test auch haben. Da habe ich aber in Las Vegas schon, da mache ich auch noch ein eigenes Video, wenn das dann losgeht, da habe ich schon ein Labor gefunden, was relativ preisgünstig ist und am gleichen Tag diesen PCR-Test macht. Das heißt also, ich würde dann nachmittags zu diesem Labor fahren, die Probenentnahme durchführen, würde nochmal shoppen gehen und 4, 5 Stunden später würde ich wieder zu einem Labor fahren und mir das Ergebnis abholen. Wenn ich dann positiv wäre, ui, dann habe ich ein Problem. Aber gehen wir mal davon aus, das geht zu seinem sozialistisch geregelten Weg, negativ, wie es eigentlich normal sein sollte, wenn der Perle ein bisschen aufpasst, dann habe ich ein negatives Ergebnis und dann kann ich wieder zurück nach Europa. Dann brauche ich da nicht in Quarantäne oder sowas. Allerdings, jetzt kommt's. Sicherlich diese PCR-Tests und diesen ganzen Scheiß, das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile so weiterbleiben. Jetzt haben wir ja diese Omikron-Variante, also die Super-Zombie-Apokalypse, wo alle Leute krank werden, wo es in der Firma auch
die sterben zwar nicht wie die Fliegen weg, aber die werden alle krank und infizieren sich. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Mercy gekündigt hat. Mercy hat auch mitgekriegt, am Anfang der Pandemie sind viele Leute in Las Vegas, haben sich da infiziert und sind auch ins Krankenhaus gekommen. Also die hatten richtig große Probleme da drüben. Jetzt ist es nun so, 2 Jahre später, dass diese Omikron-Variante, die auch in den USA wütet und zu neuen Rekordzahlen führt, dass die gar nicht so zu so einer hohen Hospitalisierungsrate führt, scheinbar. Die scheint wohl relativ harmlos zu sein. Durchseucht natürlich die gesamte Bevölkerung. Und bis zu meinem Urlaub ist noch ein paar Wochen hin. Und die Forscher sagen jetzt schon, also zumindest der Peak hier in Deutschland wird wahrscheinlich Mitte Februar liegen, was die Infektionszahlen angeht. Und dann wird das runterrauschen. Meine Hoffnung ist, so habe ich das Ganze auch geteilt, meine Hoffnung ist, dass ich losfliege, wenn sozusagen die Infektionsraten wieder so gegen Null tendieren. Also wenn es kaum noch Neuinfektionen gibt. Das wäre natürlich dann die entspannteste Variante und die unkomplizierteste Variante. Ne? Nicht, dass das dann nachher wieder heißt, in Las Vegas gibt es ja einen Shutdown. Das können die sich aber nicht leisten, weil da machen die alle pleite. Das wird es garantiert nicht nochmal geben. Shutdown, genauso wie hier in Deutschland. Das können sich die Firmen einfach nicht mehr leisten. Dann würden wir hier alles platt machen. Dann wären wir vorbei hier. Also das ist jetzt meine Hoffnung, ne? Dass sie sich alle wie die Irren anstecken. Und das ist ja auch der Fall. Und dass es irgendwann im Februar die Spitze erreicht hat, Mitte Februar, und es dann nachher steil nach unten geht und zum Anfang meines Urlaubs sozusagen, dass ich im Tal der Tränen losfahre, also der Glückstränen in diesem Falle, und dass das dann alles vielleicht gar nicht mehr ganz so extrem wird, ne? Wenn die gesamte Bevölkerung so durchseucht ist. Ja, also Perle fährt wieder in Urlaub nach Las Vegas. Jetzt geht's wieder los, endlich. Hab lange gehadert und wenn das alles zu teuer, wenn die Flüge zu teuer gewesen wären, hätte ich das wahrscheinlich auch noch gecancelt, war der nach hinten geschoben. Aber ich muss wieder los, ich habe echt Bock. Ne? 2 Jahre lang ohne Urlaub ist scheiße. Ne? Also ich muss mich wiederholen, ich muss wieder was Beklopptes machen. Und ich muss natürlich in meinen Wumu Cannabis Superstore, muss ich natürlich auch mal wieder nach dem Rechten schauen. Jetzt, wo sich da auch die Ecke haben, wo man gleich mal testen kann, wie gut der Stoff ist. Also Perle muss wieder Blödsinn fabrizieren. Und das werde ich auch tun. Und 3 Wochen lang. Ich werde mich 3 Wochen lang in Las Vegas aufhalten. Komme ich ganz gut mit klar, wenn da die Preise stimmen. Und vor allen Dingen das Schöne ist, in Las Vegas gibt es nach 2 Jahren echt viel Neues für mich zu entdecken. Das Zirkan Downtown hat aufgemacht. Das will ich mir unbedingt angucken. Allgemein Downtown will ich mir nochmal reinziehen. Also wenn jetzt schon einige von meinen Zuschauern in Vegas waren, dann wissen sie das. 6 Monate weg sein, da ändert sich schon eine Masse. 1 Jahr weg sein, da ändert sich richtig viel. Und nach 2 Jahren, das ist echt, da geht die Post ab. Ne? Das NFL-Stadion ist mittlerweile fertig. Das circa, da hatte ich auch ein paar Videos gezeigt von der Baustelle, wo sie gerade ausgeschachtet haben. Das circa ist fertig im Downtown. Resort World hat letztes Jahr im Herbst geöffnet. Das ist Resort World ist das 4, hatte ich auch schon ein paar Mal drüber berichtet, das 4,3 Milliarden Dollar teure, das mit eines der teuersten Bauprojekte in Las Vegas. Das hat geöffnet, so ein 5-Sterne-Kasten. Hilton hängt auch noch mit drin. Das muss ich mir unbedingt angucken. Das sind 15 Laufminuten vom Stratosphäre entfernt. Jetzt lass mich mal überlegen. Ist das noch hinter dem Circus? Ja, das ist hinter dem Circus. Dann sagen wir 20 Minuten. Da renne ich in 20 Minuten hin. Das ist mittlerweile fertig und dann bauen die da The Sphere, heißt das. Also so eine Weltkugel, so eine Multimedia-Weltkugel, wo die wohl irgendwelche Entertainment-Geschichten abfahren wollen. Das Ding soll nächstes Jahr eröffnet werden. Also da wird schon wieder richtig Geld in die Hand genommen und investiert. Und das checken wir mal gemeinsam ab. Da will ich natürlich für euch live berichten, was da so vor sich geht. Also bin mal gespannt. Ja, und die ersten Europäer trudeln da wahrscheinlich jetzt auch wieder ein. Jetzt, nachdem die Grenzen geöffnet sind. Obwohl PCR-Test scheiße, muss man selbst bezahlen. Auch den hier in Kiel. Das würde mich kosten, glaube ich, 125 Euro, diese 5-Stunden-Express-Test. Der PCR-Express-Test 125 Euro und in Amerika, oh Mensch, wie teuer war das Labor? Ich glaube, $100 oder 150. Okay, dann ist das halt so. Es ist, wie es ist. Gibt Schlimmeres im Leben. Mietwagen habe ich auch, wie gesagt, Dodge Ram Monster. Monster, seid gespannt. Also es wird wieder echt eine verrückte Kiste diesmal. Und ich habe da echt Bock drauf. Ne? So, also ihr wisst, Auto, mein Auto ist gut. Ich mache ein eigenes Video noch. Jetzt werden einige sagen, warte mal, Perle, Mercy, was ist mit Mercy los? Mit Mercy habe ich gestern erst telefoniert. 2 Stunden bevor sie wieder zu ihrem Bingo, Bingo-Abend hätte ich was gesagt. Die fährt dann mittags um 1 Uhr, hat sie immer Bingo, samstags.
Und gestern habe ich mit ihr telefoniert, das war um 11 US-Zeit, US-Zeit 11 Uhr. Und habe ich mit ihr telefoniert und sie war gerade mit ihrer Freundin gegangen, hat sich zu Hause schon mal vorgeglüht. Und dann heizt sie zum Bingo und hat dann den ganzen Tag, denke ich mal, oder einige Stunden, haben die da Spaß und dann spielen da Bingo. Mercy werde ich natürlich auch besuchen. Ich weiß nicht, ob ich noch ein eigenes Video mache. Ich glaube eher nicht, aber ich werde berichten, was mit Mercy so los ist. Ne? Die arbeitet nicht mehr im Stratosphäre. Das hatte ich vorhin, glaube ich, schon angestellt. Ne? Die hat gekündigt, weil weil die Infektionszahlen so hoch sind. Die hat echt Angst vor diesem Corona-Scheiß. Ne? Und deswegen hat sie ihren Sack gehauen. Jetzt werdet ihr euch fragen, wovon lebt sie denn? Alle anderen sind noch da. Also hier, da sage ich jetzt keinen Namen. Aber die meisten anderen, die ich kenne, die arbeiten da noch. Aber wie gesagt, Mercy hat in den Sack gehauen, die hat da keinen Bock mehr drauf gehabt. Aber die letzten Jahre war es ja auch so, sie sagte immer, arbeitet nur im Stratosphäre, weil sie Langeweile hat. Sie hat zu Hause sonst nichts um die Ohren. Und dann sagt sie, kann ich auch arbeiten gehen. Ne? Und dann im Stratosphäre hat sie natürlich auch mal jede Menge Spaß gehabt. Ne? Und das war quasi bezahlter Vorruhestand. Jetzt hat sie gesagt, nö, jetzt beende ich das. Und sie lebt jetzt von ihren Aktien und die hat mehrere Immobilien. In Texas hat sie ein Haus verkauft. Also das passt schon alles. Also finanziell und kohlemäßig ist da nicht Holland in Not bei ihr. Also die ist da ganz gut bestückt, auch für die Zukunft. Das passt dann schon. Ne? Ich werde aber berichten, was mit Mercy los ist, wie es ihr so geht. Und ich freue mich schon auf das Treffen. Ich habe gesagt, wenn ich da bin, dann gehen wir mal schön essen. Nicht im Ping-Pong-Pong hier in der Nähe gegenüber vom pleitegegangenen Palms. Da war ja das Ping-Pong-Pong drin. Wie hieß der Kasten noch? Der hängt ja auch relativ häufig rum. Vielleicht ist das sogar der Bereich, wo sie immer Bingo spielt. So genau stecke ich da nun auch nicht mit drin. Und vielleicht gehe ich auch mal mit ihr Bingo spielen. Also ich komme mit und dann machen wir mal hier den Bingo-Opa-Abend, ne? Und ziehen uns im Ping-Pong-Pong nochmal irgendwas Chinesisches rein. Irgendwelche Sachen, die komisch aussehen und komisch schmecken. Ja, wie gesagt, ich freue mich. Beenden wir diesen Smalltalk-Part an dieser Stelle und kommen eigentlich zum Wesentlichen dieses Videos. Und zwar um das Thema Sicherheit. Ich hatte euch das ist lange her, dass ich euch das mal gesagt hatte. Also diese Rauchmelder, die kennt ihr ja alle. Also die solltet ihr normalerweise alle kennen. Diese Rauchmelder, die haben ja eine Standzeit von 5 bis 10 Jahren. Jetzt mittlerweile die neuen, die kann man sogar 10 Jahre einsetzen und danach gehören sie in die Tonne. Müssen sie weggeschmissen werden. Bei diesem Rauchmelder ist es so, ich habe jetzt mal einen von unten geholt, der wäre nächstes Jahr fällig, den schmeiße ich schon dieses Jahr weg, und der hier ist Max 2022. Ich mache das mal so, wenn ich einen Rauchmelder kaufe, in der Regel steht sogar hier hinten drauf, wann sie ausgetauscht werden müssen. Wann sie hergestellt worden sind und wann sie ausgetauscht werden müssen. Diese Rauchmelder sind nicht 100 Jahre nutzbar. Wie gesagt, 5 Jahre oder 10 Jahre. Es kommt immer auf den Typ dieser Rauchmelder an. Wenn das so eine Billigdinger sind für 5 Euro, sind die nach 5 Jahren hin. Müssen die nach 5 Jahren in die Tonne und ersetzt werden. Die verschleißen. Diese Fotoelektroden-Dingsbums, die da drin sind. Manchmal ist da sogar irgendwelches radioaktives Material drin. Das wissen vielleicht viele gar nicht. Irgendwelche radioaktiver Scheiß ist da noch mit drin. Also das dürft ihr nicht zu lange zu Hause rumliegen haben. Und immer wenn ich mal einen kaufe, schreibe ich mir das Ablaufdatum dann nochmal fett hinten drauf. Also die beiden sind fällig. Der könnte noch ein bisschen. Und dann habe ich natürlich noch einen Kohlenmonoxid, das ist ein Rauchmelder gewesen, habe ich noch einen Kohlenmonoxid-Tester. Und wie ihr seht, habe ich mir damals aufgeschrieben, wann der fällig ist, wann der ausgetauscht werden muss. Der muss im August diesen Jahres weg. Jo, also. Und hier seht ihr hier Kohlenmonoxid. Da hat übrigens schon einmal angeschlagen. Der ist immer unten da, wo die Therme ist. Wofür braucht man Kohlenmonoxid? Naja, damit man nicht erstickt. Und dann zeigt er hier diesen Kohlenmonoxidwert an. Den misst er. Und der hat einmal angeschlagen. Und dann war hier Großalarm. Und dann heißt das eigentlich nichts wie raus aus der Bude. Wegen Kohlenmonoxid. Wir haben nachher alle Türen aufgemacht und alle Fenster aufgemacht. Also einmal richtig durchgelüftet. Also Sauerstoff hier in die Bude reingelassen. Und aber tatsächlich lag da was bei der Therme im Argen. Also Kohlenmonoxid, ganz gefährlich, man riecht es nicht, man wird nachher ohnmächtig und dann stirbt man. Sollte ihr eine Gastherme haben, wo irgendwas verbrannt wird, immer ein Kohlenmonoxid-Warner in der Nähe haben. Ganz wichtig. Rauchmelder, Pflicht. Die sind sowieso Pflicht in Deutschland, außer in den Bestandsbauten. Da muss man sie nicht unbedingt einbauen, aber würde ich empfehlen. Rauchmelder, ganz, ganz wichtig. Und lieber ein zu viel als ein zu wenig. Also, meine Rauchmelder, ihr seht es an den Daten hier hinten, die mussten ersetzt werden.
Und da habe ich mal ein bisschen gegoogelt, was gibt das denn da für Teile? Bei den Rauchmeldern war es bisher immer so, ich habe dann verschiedene, das sind ganz einfache, billige Dinger, verschiedene Varianten gehabt und mir dann draufgeschrieben, wann das Ablaufdatum ist und dann checke ich die dann einmal im Monat. Dann sagt immer wöchentlich, dass man mal drauf drückt und dann einfach mal abcheckt, funktionieren sie noch? Also geht ja nicht. Moment. Und funktionieren sie noch? Na? Und bei dem genauso, das ist ja so ein Testknopf. Genau. So kann man da ausprobieren, funktionieren sie noch, sind sie noch technisch in Ordnung, ist die Batterie noch da. Ne? Und wenn die Batterie dann irgendwann leer ist, hier sind es in diesem Fall, sind das hier diese Block, 9 Volt Blockbatterien sind hier drin, fängt er dann an zu zirpen nach 2-3 Jahren. Fangen die Dinge an zu zirpen und sagen, gib mir mal eine neue 9 Volt Batterie. Ist hier übrigens genau das gleiche, hier ist auch eine 9 Volt Batterie drin. Ihr seht aber auch schon, das Teil ist auch schon ein bisschen vergilbt, also ist schon ein bisschen älter. Das ist also nicht brandneu. Und muss weg. Wandert in die Elektroniktonne. Nicht einfach in den Restmüll schmeißen. Da ist Elektronik drin. Batterie rausnehmen. Batterie entsprechend entsorgen. Korrekt. Und den Rauchmelder in die Elektroniktonne oder irgendwie, wie nennt sich das, Wertehof. Auf so einen Wertehof abgeben. Damit es dann der natürlichen Entsorgung, der vernünftigen Entsorgung zugeführt wird. Und nicht einfach in die Ostsee oder in die Nordsee schmeißen. Dass die Fische sich dann wundern, was da so auf dem Grund rumtreibt. Das gleiche natürlich auch beim Kohlenmonoxid-Tester. Der ist ja echt super wichtig. Für jeden, der einen, zum Beispiel auch einen Kamin hat, der einen Kamin hat, der eine Feuerstelle, im weitesten Sinne eine Feuerstelle hat, sollte unbedingt einen Kohlenmonoxid-Tester haben. Die Dinger kosten auch nicht die Welt. Die gibt es schon so ab 20 Euro, so den Dreh. Ich hatte euch den mal vorgestellt, damals vor Jahren. Der ist jetzt auch irgendwann fällig. Und bei den Rauchmeldern, wie gesagt, die sind auch überfällig. Also war es für mich Zeit, mal zu gucken, was gibt es Neues an Rauchmeldern? Welche Rauchmelder sind cool? Und es gibt neue Rauchmelder, die extrem klein geworden sind. Und was ich auch cool finde, das war aber damals unbezahlbar, sind diese vernetzten Rauchmelder. Von diesen vernetzten Rauchmeldern habe ich 6 Stück hier. Die sind mittlerweile nur noch so klein. So sehen die Teile aus. Upsala. So sehen die Teile aus. Jetzt vergleicht das mal mit den Rauchmeldern, mit zum Beispiel mit dem hier, wie klein die nur noch geworden sind. Und die sind mit Funk miteinander verbunden, wenn man es ja möchte. Schaut euch das an. Okay, sie sind ein bisschen höher, haben ein bisschen mehr Bauhöhe, aber die Baugröße ist natürlich extrem geschrumpft. Ja, zu den einzelnen Features komme ich gleich. Den Features komme ich gleich. Jetzt bin ich auf den Testknopf gekommen. Und laut sind sie, ne? 85 dB. Also die fesern einem die Ohren weg. Ne? Das Problem ist bloß bei diesen Rauchmeldern, wenn man zum Beispiel im zweiten Stock ist und unten in der Küche, als Beispiel jetzt, oder unten in der Wohnstube geht so ein Rauchmelder los und man würde oben schlafen oder man würde unten schlafen und im zweiten Stock geht irgendwas los, dann würde man den nicht unbedingt hören. Und das fand ich immer ein bisschen nachteilig. Ich denke, ui, wenn da oben mal im zweiten Stock oder auf dem zweiten Stock auf dem Spitzboden Feuer ausbrechen sollte, aus irgendwelchen Gründen, würde man das unten unter Umständen gar nicht sofort mitbekommen. Und da hatte ich mir gewünscht, und schon seit ein paar Jahren, schön wäre es natürlich, wenn oben ein Rauchmelder losgeht, dass alle installierten Rauchmelder losgehen. Das setzt natürlich voraus, dass alle Rauchmelder von der gleichen Firma sind und auch eben eine Funkverbindung miteinander halten, also miteinander sprechen. Und so ein System habe ich gefunden zu einem, wie ich finde, relativ bezahlbaren Preis. Und da habe ich mir jetzt einen Schmierzettel gemacht. Genau. Und das ist die Firma, die Dinger sind von der Firma X-Sense. Das sind die Modelle XS01WR. Das sind, hier sind 6 Stück von diesen Rauchmeldern drin. Mit Montagematerial und. Die sind auch schon alle miteinander gekoppelt. Ich habe sie für euch für dieses Video extra entkoppelt, weil ich euch das Koppeln und das Entkoppeln unbedingt zeigen wollte. Ja, also die sind alle miteinander gekoppelt. Batterien sind drin. Man muss sie nur auspacken, die Batterien scharf schalten. Da sind dann natürlich, dass die Batterien oder diese Lithium-Batterie, die da verbaut ist, die man wechseln kann, damit die sich nicht entlädt. Damit die nicht aktiv sind und vielleicht 2, 3, 5 Monate oder ein Jahr lang im Lager liegen und sich dabei entladen, sind das sozusagen so eine so ein Polschutz mit drin, dass die Batterie sich nicht entladen kann, dass die Teile nicht aktiv sind. Wie das aussieht, zeige ich euch. Nein.
sechs Stück. X-Sense XS01WR Link Pro, so heißen die eigentlich. Link Pro, weil die alle miteinander vernetzt sind. Die gibt es als Einerpack, als Sechserpack. Ich habe einen Sechserpack hier gekauft. Und als Zwölferpack. Was kostet einer von diesen Rauchmelder? Das ist ein reines Rauchmelder-Set. Was kostet ein Teil, ein Rauchmelder? Wie gesagt, ich habe diese Rauchmelder, die kosten ja auch Geld. Die gibt es mittlerweile in jedem Baumarkt. Aber das ist ein relativ großer Müll. Ne? Also das ist das Billigste vom Allerbilligsten. Sie funktionieren sicherlich. Der eine davon, der ging immer los, wenn ich am Dampfen war, mit der Dampfmaschine, damals gegast habe, dann hat der immer ausgelöst. Die sind unterschiedlich empfindlich, das ist alles Käse. Der eine ist super empfindlich, der andere ist weniger empfindlich. Dann sind die nicht vernetzt und die baumeln irgendwo rum. Und ja, kann man nur hoffen, dass sie anschlagen, wenn es wirklich mal kritisch wird. Und hier habe ich jetzt von einer Firma alle Rauchmelder. Und dann, das bedeutet also, ich muss mich nicht immer auf neue Rauchmelder einstellen, sondern ich kenne die Teile. Sechs Stück. Einer kostet 29,99, die sind relativ teuer, weil sie eben diese Link-Funktion haben. Also weil die im Funknetz miteinander kommunizieren. Das heißt, wenn einer losgeht, aktiviert er hier alle anderen fünf. Wenn hier sechs Dinger hier hängen und irgendwo wird Rauch detektiert, dann schlagen hier sechs verschiedene Melder parallel an. Und dann ist man wirklich auf der ganz sicheren Seite, als wenn einer oben im zweiten Stock hängt und der andere Parterre und der schlägt an und unten Parterre schläft man und hört den unter Umständen gar nicht. Wenn alle sechs Melder losgehen in der ganzen Wohnung oder zwölf, wenn man zwölf installiert hat, wenn alle zwölf losgehen, das wird man schon hören. Dann wird man aus dem Schlaf gerissen und rettet unter Umständen sein Leben, wenn es brennt. Ne? Ja. Was kosten diese sechs Teile? Einer kostet 29,99 €. Könnt ihr euch mal einblenden? Ja, könnt ihr euch mal einblenden. Also einer kostet 29,99 €. Diese Sechserpack kostet 149,99 €. So, und jetzt wollen wir mal gucken hier. Jetzt kommt wieder Google ins Spiel. Okay, Google. 150 geteilt durch 6. Die Antwort lautet 25. Ja, hätte man die auch im Kopf rechnen können. Hätte man die auch im Kopf rechnen können. Ne? Also 25 € kostet einer. Anstatt, wenn man ihn einzeln kauft, 30. Wenn man 6 Stück kauft, 25. Und bei 12 Stück kosten von denen 279,99 € als 280. Okay, Google. 280 geteilt durch 12. Die Antwort lautet ungefähr 23,333333. Habt ihr mitgekriegt? Also 23 € würde, wenn man 12er-Pack kauft, 23 € kosten. Dieses 6er-Pack kostet mich einer 25 €. Das finde ich in Ordnung für einen Rauchmelder, der per Funk auch noch vernetzt ist. Das ist also schon mehr so High-End. Das ist schon Komfort-Rauchmelder. Für 25 €, das ist okay. Jetzt kommen wir mal zu den taktischen Daten. Das hatte ich euch gezeigt. Bei Amazon gekauft für 149,99 €. Wird kostenlos geliefert, wie üblich bei Amazon. Link findet ihr, wie immer, unter dem Video, sollte euch das interessieren. Also ich finde 6 Stück zum Testen schon mal ausreichend, um erstmal den Grundbedarf in der Bude herzustellen. Dass in jedem Raum oder in jedem Flur ein so ein Ding hängt. 6 Stück. Also in meinem Fall passen 6 Stück hier perfekt. Weil mehr als 6 von denen habe ich ja auch nicht. Also ich habe noch 4 weitere hier. Und die werde ich alle wegschmeißen und gegen diese hier ersetzen. Es ist einfach Zeit. Die sind abgelaufen. So, und mittlerweile sind diese Dinger bezahlbar. Das ist eben das Schöne daran. Also dieses Modell nennt sich X-Sense XS01WR Link Pro. Link Pro steht quasi dafür, dass sie alle miteinander verlinkt sind, wenn man es denn möchte. Man kann sie auch einzeln betreiben. Das ist überhaupt kein Problem. 6 Stück, wie gesagt, kostet in meinem Fall 149,99 €, sprich nicht ganz 25 €, also runden wir mal. 25 € einer passt. Also das ist schon mal okay. Von X-Sense gibt es auch einen Rauchmelder mit Kohlenmonoxid, einen kombinierten Rauch- und Kohlenmonoxidmelder, der auch mit dieser Link Plus Technologie arbeitet. Und den werde ich mir bestellen. Der kommt auch noch. Ich weiß nicht, ob ich dann ein eigenes Video mache. Wenn ihr wollt, dann mache ich auch noch ein eigenes Video dazu. Den werde ich da also quasi auch noch mit einbinden und einbuchen in dieses Netz. Also wenn das Teil im August 2022 fertig ist
und in die Elektrotonne wandert, der Kohlenmonoxid-Tester, hole ich mir noch einen Kohlenmonoxid, einen kombinierten Rauch- und Kohlenmonoxid-Tester für unten von meinem Hauswirtschaftsraum, wo die Therme hängt. Der eben guckt, ob es brennt. Klar, Therme macht ja auch Feuer. Und eben guckt, ob eben sich Kohlenmonoxid bildet. Aufgrund irgendwelcher Fehlfunktion. Wie gesagt, er hatte einmal angeschlagen und die Therme, die hatte eine Fehlfunktion. Ganz, ganz gefährlich. Das stirbt man also, ohne dass man es merkt, ne? Im Schlaf. Also Kohlenmonoxid ist echt super fies. Rauch und Feuer ist natürlich auch super fies. In dem Moment, wo man den Rauch sozusagen, wo man eigentlich wach werden würde, ist man schon bewusstlos, weil man den Rauch weggeatmet hat. Ne? Das Allerwichtigste überhaupt, Rauchmelder und Kohlenmonoxidmelder. Bei Kohlenmonoxid solltet ihr keine offenen Feuerstellen haben, also keine Therme, braucht ihr das nicht. Aber solltet ihr eine Therme haben, ist das wirklich Pflicht. Und ich hoffe mal, jeder von euch hat so einen. Also gibt es auch, diese Firma bietet verschiedene Varianten davon an, sogar Fernbedienung für dieses Linkteil, was ihr nicht oben an den, wenn ihr nur 1,50 Meter sein solltet, dass ihr nicht eine Leiter holen müsst, um einen auszulösen, um eben alle zu testen. Die kann man genauso testen, die haben auch einen Testknopf. Man kann sie auch im Verbund testen, dass alle lospiepen. Wie das geht, zeige ich euch nachher. Schon cool, das ist wirklich geil, das System. Wie weit dürfen die Dinge auseinander sein, wenn sie rumfunken? Also 250 Meter ist Max. Also nicht weiter als 250 Meter. Naja gut, ihr werdet ja wohl kaum im Schloss Schwanstein leben, im Keller und oben im achten Stock irgendwo im Turm auch noch einen haben. Ich weiß nicht, ob das reichen würde. Das könnte ich mir vorstellen, das reicht nicht. Also die dürfen einzeln nicht weiter als 250 Meter entfernt sein. Die funken irgendwo im, sowieso Netz, Herz, Gigahertz. Netz. Das kann ich euch sogar genau sagen, wo die funken. Das steht nämlich in den technischen Daten. Ist natürlich auch in Deutsch. Ich kann ja mal gucken, ob ich das finde, die technischen Daten. Batteriewechsel, hier haben wir es doch. 868 Megahertz. Die funken im 868 Megahertz Bereich. 250 Meter. Max. Das ist wahrscheinlich Laborbedingung. Aber wenn man sie in so einem Haus normal verteilt, dann sollte es da keine Probleme geben. Ich habe es auch schon getestet. Gibt keine Probleme. Na gut, 250 Meter kann ich ja nicht realisieren. Dann müsste ich da irgendwo hinten in den Knick rennen, da einen reinschmeißen in den Knick, hier eine Auslösung, gucken, ob der da hinten bimmelt. Ne? Also jedenfalls maximal 250 Meter können die voneinander entfernt sein und würden immer noch untereinander kommunizieren. Man kann 24 von den X-Sense-System kann man 24 Module miteinander in ein Netzwerk bringen. In ein gemeinsames Netzwerk. Das sind jetzt 6. Ich könnte mir 2 12er-Packungen holen, also 24 von den Dingern. Und alle 24 funken im gleichen Netz. Das heißt, wenn einer von den 24 anschlägt, schlagen alle anderen 23 mit an. Also man kann 24 Melder miteinander vernetzen. Und das müssen keine Rauchmelder sein. Es muss bloß eben dieses Link-Plus-Format muss unterstützt werden. Also von X-Sense Link-Plus. Und dann kann man auch die Kohlenmonoxid- und Rauchmelder, also diese Dinger von X-Sense, und das ist ja nun ein reiner Kohlenmonoxidmelder, als Kombimelder, als Kombipaket, kann man da auch noch mit einbuchen in das Netz. Der ist aber als Rauch- und Kohlenmonoxidmelder, kostet der nur 46,99. Das finde ich schon relativ teuer. Noch habe ich ein bisschen Zeit, aber den werde ich auf jeden Fall nachrüsten. Warum, erzähle ich gleich. Diese Feuermelder haben wechselbare Akkus, also nicht Akkus, Batterien. Ich zeige euch mal einen. Ich packe mal einen aus. Ihr seht es hier schon, das klappert hier so ein bisschen. Das ist nämlich die Halterung, die Wandhalterung. Und hier seht ihr diese Batterien. Seht ihr die? Hier. Wie viel Volt haben die eigentlich? Das sind Lithium-Batterien. Schwere Spannung drauf. Lithium-Batterien. 3 Volt, genau. Und zwar ist das die Batterie CR123A als Lithiumbatterie. Zack. Jo. Kostet 1 Euro, zwischen 1 Euro und 1,50 Euro. Also wechselbar. Das finde ich auch wichtig, weil es gibt ja auch diese Modelle, auch hier von der Firma X-Sense, wo die Batterien in den Rauchmeldern fest verbaut sind. Wo es gar nicht vorgesehen ist, sie zu wechseln, sondern wenn die Batterie leer ist, dann kann man das Gerät wegschmeißen. Macht natürlich auch Sinn, so die Batterie auch wirklich 10 Jahre hält. Ne? Dann weiß man, am Ende der Batterielebenszeit sind 10 Jahre rum, also das Gerät im Müll.
ein neues kaufen, weil man muss es sowieso wegschmeißen. Also ihr könnt nicht denkt, glaubt nicht, ihr kauft einen Rauchmelder und den könnt ihr 50 Jahre lang benutzen. Nein, die verschleißen und die werden unpräzise im Laufe von 5 bis 10 Jahren. Diese Modelle hier von der Firma Xsense sind zertifiziert. Die haben eine DIN, sie sind DIN geprüft und TÜV zertifiziert. 10 Jahre funktionieren die Dinger einwandfrei. Also nach 10 Jahren gehören die in den Müll. Das heißt also, auf jeden Melder werde ich mir dann auch mit meinem Edding, so wie ich es hier auch gemacht habe, raufschreiben, wann ich die wegzuschmeißen habe. Es ist, wie es ist. Das ist aber bei allen Rauchmeldern so. Die Batterie, die ich euch gerade eben gezeigt habe, die hält 5 Jahre. Also das ist so, ja, also das sagt der Hersteller. Diese Batterie, diese Lithium-Batterie, diese 3-Volt-Batterie hält 5 Jahre und nach 5 Jahren muss sie ausgetauscht werden. Das würde bedeuten, sollten die mal irgendwann zirpen und die Batterien ausgetauscht werden, also man müsste sie innerhalb der 10 Jahre einmal die Batterie wechseln, weil mit einem Batteriesatz sollen die angeblich 5 Jahre halten. Kann ich natürlich erst nach 5 Jahren sagen. Wenn das nur 3 Jahre sind, ist das auch nicht so dramatisch, weil eine Batterie kostet 1 Euro bis 1,50 Euro. Also lächerlich bei eBay. Da holt euch da irgendwelche so ein ganzes Paket an Batterien und dann seid ihr durch mit dem Thema für 10 Jahre. Also wechselbare Batterie, 5 Jahre. Und das ist die Batterie, oder diese Lithium-Batterie, die da verbaut ist, ist die CR123A. Kommt eher so aus dem Fotobereich und kostet zwischen 1 Euro und 1,50 Euro. Habe ich auch nochmal geguckt. Ist natürlich wichtig, weil es sind Folgekosten, die man zumindest einmal hat, bis man das Teil nachher irgendwann wegschmeißt. Sind TÜV-zertifiziert, haben CE-Zeichen und natürlich entsprechend der DIN. Das steht hier auch drauf, glaube ich. Konforms der EN, das gibt da irgendwelche für diese Rauchmelder, gibt es da irgendwelche DIN. EN14606 mit dem photoelektrischen Sensor. Das glaube ich einfach mal. Der Krach, die sind genauso laut wie meine anderen Melder, wie mein Kohlenmonoxidmelder und meine normalen Rauchmelder. Die liegen immer so bei 85 dB. Die machen schon ordentlich Alarm und Kapelle. Also die hört man, wenn die losbämmeln, ne? Dann haben die Dinger natürlich auch eine Batteriewarnung. Sprich, wenn diese 5 Jahre um sind, dann zirpen sie irgendwann, fangen sie an so zu schieben. Das machen die hier übrigens auch. Auch der Kohlenmonoxidmelder macht das. Bloß bei meinem Kohlenmonoxidmelder ist es so, da sind 3 normale Batterien drin. Die werde ich das nächste Mal, wenn er zuschlägt, ich glaube, den werde ich gar nicht mehr auswechseln, weil dann ist er auch abgelaufen. Ja, noch richtig nicht auf. Welcher bimmelt denn da? Der. Oh. Alles hat aufgehört. Ja, also sie ist schon ziemlich unpräzise. Jetzt hat er hier angeschlagen. Habe ich da auf den Knopf gedrückt? Ich glaube eher nicht. Jetzt hat er hier angeschlagen, obwohl hier gar nichts los ist. Hier ist weder Rauch noch sonst irgendwas. Also die sind nicht präzise, die Teile. Die lassen irgendwann nach. So, und wie gesagt, wenn der hier im August fällig ist, dann wandert das komplett in die Tonne. Batterien raus, die werden natürlich korrekt entsorgt. Ja, habe ich da, wo meine Therme ist, installiert. Den hatte ich euch immer vorgestellt. Jo, Batteriewarnung, das Chirpen, genau. Dieses Ziepen, da macht nicht mehr, aber pip, einmal ganz kurz und das alle 60 Sekunden. Da weiß man, aha, die Batterie wird schwach, die muss ausgewechselt werden. Das ist bei denen hier genau das Gleiche. Sie zirpen alle 60 Sekunden einmal kurz das Piepsen und dann weiß man, aha, Batterie alle. Und dann würde ich nicht nur bei einem die Batterie tauschen, weil wenn einer anfängt rumzuzirpen, sind die anderen auch fast am Ende. Denn führt den Batteriewechsel an allen 6 Geräten, wenn ihr die irgendwo hängen habt, durch und dann seid ihr fertig damit. Das mache ich genauso hier auch bei meinen ganzen Sensoren, die ich hier an den Fenstern habe für meine Alarmanlage. Machen wir außen wieder an. Wie gesagt, also sobald an einem Fenster irgendwas rot leuchtet, also eine Batteriewarnung von meinen Fensteröffnungssensoren, dann tausche ich an allen von diesen komischen Funksendesystemen, tausche ich da die Batterien aus komplett. Dann bin ich durch damit, weil ich hab's festgestellt, wenn einer leuchtet und ich tausche da nur aus, eine Woche später oder einen Monat später kommt am nächsten Fenster der Hinweis. Also man ist nachher nur noch am Batterien wechseln. Und so mache ich das dann einmal rundum und dann habe ich erstmal wieder jede Menge Zeit und Ruhe. Und so würde ich das bei denen hier auch machen. Sobald einer lospiept und sagt, die Batterie ist hin, würde ich an allen 6 Dingern die Batterien austauschen. 6 Euro oder 9 Euro im Zweifel. Bezahlbar. So. Wollen wir uns die Teile mal... Mir juckt es ein bisschen. Ich habe mich vorhin
ich habe mir vorhin die Haare geschnitten. Ein paar Haare sind sicherlich auf meinem Traumbody hier gelandet. Mir juckt es ein wenig. Also alle Haare konnte ich wahrscheinlich nicht entfernen. Ihr wisst ja, und dann rieseln die Haare runter und dann auch auf dem Body, obwohl ich oben ohne das gemacht habe. Und habe mich da abgeklopft, mit dem Föhn sozusagen abgepustet, aber irgendwie sind noch ein paar Haare, das ist ein bisschen ungemütlich, meine Lieben. Aber was tut man nicht alles, um schön zu sein für euch? Ja, wollen wir uns das ganze Paket mal jetzt im Detail angucken und dann erkläre ich euch die Teile auch mal. Denn zu diesen Rauchmeldern gibt es doch ein bisschen was zu erzählen und zu erklären. Habe ich mir nämlich einen eigenen Konfigurationszettel schon fertig gemacht, um euch auch mal die Konfiguration zu zeigen. Also die Dinger sind, die hier in dem Paket drin sind, wenn ihr da diese Batteriesicherung rauszieht und die Dinger Strom kriegen, sind die alle miteinander, also connecten die sich alle miteinander. Das kann man noch ausprobieren, wie das geht, zeige ich euch nachher. Die sind nachher alle miteinander verbunden und die braucht ihr im Grunde genommen nur auspacken, die Batterie sozusagen aktivieren, also diesen Plastikschnibbel da rausziehen und dann hängt ihr sie entsprechend, am besten natürlich in die Mitte vom Raum, oben an die Decke. Nicht in die Ecke rein, oben an die Decke, möglichst mittig. Steht aber auch nachher in der Bedienungsanleitung, zeige ich euch noch. Platziert die in eurer Hütte in jedem Stockwerk, da wo ihr sie platzieren wollt. Ja, und nun würde ich sagen, beende ich das Geschnatter mal. Wir schwenken mal nach unten und gucken uns den Inhalt dieses Kartons an. Wenig spektakulär, interessanter wird es, wie das aussieht mit dem Verlinken und dem Entlinken. Man könnte ja auch sagen, ich habe jetzt hier 6 Stück und ich möchte ein Dreierpaket als Netzwerk laufen lassen und ein anderes Dreierpaket als Netzwerk. Das geht natürlich auch. Diese jetzt miteinander, die 6 miteinander verheirateten Systeme kann man untereinander auch trennen. Also das ist man flexibel. So könnte man auch sagen, ich bestelle mir 6 oder 12 Stück. Und als Beispiel, ich bestelle mir 12 Stück. 6 Stück kriegt mein Kumpel und die anderen 6 nehme ich, um ein bisschen Geld zu sparen. Wir wissen ja, ein 12er Paket kostet 2,79. Da spart man dann schon wieder 20 Euro. Das ist dann schon mal eine Hausnummer, ne? So könnte man aus einem 12er Paket 2 6er Pakete basteln. Oder aus einem 6er Paket 2 3er Pakete basteln. Je nachdem, wie groß eure Wohnung ist. Na, wenn ihr eine 3-Raum-Wohnung habt, dann würden im Grunde genommen ja auch 3 Stück reichen. 3 einzelne. Aber wie gesagt, die gibt es nur als einzeln, als 6er oder als 12er. Und das macht in meinen Augen auch Sinn. Man könnte natürlich auch 3 Stück nehmen, die benutzen 10 Jahre lang und dann die anderen 3. Ist die Frage, laufen die 10 Jahre ab Herstellung? Das weiß ich nun persönlich nicht. Hinterfrage ich jetzt auch nicht. Hier werden eigentlich jedenfalls alle 6 eingesetzt. Also es passt perfekt, ne? Aber 150 Euro sind 150 Euro. Wobei, wenn ihr hier den Plünscheiß kauft, hier aus dem Bauhaus, dann seid ihr auch eine Menge Geld los. Und das ist echt Müll, ne? Das fühlt sich schon alles scheiße an. Diese Bauhausmelder, diese Bauhausrauchmelder, die sind alle müllig irgendwie. Die sind alle billig und wenig vertrauenserweckend. Und oft auch Fehlalarme. Ich habe also mit dem einen oben ständig Fehlalarme gehabt, ne? Also die machen mir keinen großen Spaß. Und die sind auch schon von der Haptik her und von der Optik her deutlich professioneller, schöner, kleiner und auch noch vernetzt. Das war mir eben wichtig. Und das schauen wir uns mal im Detail an. Hier ist das Paket. So bekommt ihr sie. Und dann seht ihr auch schon den Namen. Das ist dieses Link-Symbol. Das ist Modell XS01WR. Wireless Interlinked Smoke Alarm. Also schnurlos per Funk verbundene Rauchdetektoren, die alle miteinander kommunizieren, wenn man es ja möchte. Und eben noch die entsprechende DIN. Und hier ist nochmal auf der Rückseite von diesem Zettel zu sehen, wie man das Ganze installiert. Ja klar. 4. So. 4 Schritte. Anmalen. Hindübeln. Installieren. Und testen. Ob sie auch wirklich funktionieren. Ja, also ziemlich einfach. Aber es geht auch ohne Dübeln. Zeige ich euch nachher. Deswegen auch meine Taser-Strips hier. So, das ziehen wir mal ab hier und ich öffne mal den Karton. So, und hier seht ihr in dem Karton, seht ihr die Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen, Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, keine Ahnung. Also jedenfalls eine relativ dicke Bedienungsanleitung, die bebildert ist, wo man die Dinge zu installieren hat und Fehlerbehebungen und der ganze übliche Quatsch. Das nehme ich mal weg. Wir sind die geilsten.
Wir sind die Geilsten. Ja, dann nochmal so ein Garantiebeleg hier. Thank you für kaufen und so. Und hier seht ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6. 149 Euro. Hier liegen die Rauchmelder und Installationsmaterial. Rauchmelder und Installationsmaterial. Wo ist das denn jetzt hier? Ach, hier. Und Rauchmelder und Installationsmaterial. So, ich nehme mal drei Stück. So, ich nehme mal drei Stück raus. Das ist alles so einzeln unterteilt. Und dann seht ihr hier noch diese Batterieschutz. Das sind so Folien, damit die Batterie nicht entladen wird. Ich kann euch das aber bei dem hier zeigen. Ich packe hier mal einen aus. So, und lass mal gucken hier, genau. Und hier seht ihr schon, dieses Ding hier ist zum Rausholen der Batterie. Und hier seht ihr, dass die Batterie, diese Lithium-Batterie, dass die hier nicht aktiv ist. Also der ist erst dann aktiv, wenn man das Teil hier rausnimmt. So, packe ich mal wieder ein. Und an drei zeige ich euch das jetzt erstmal. Also die sind anständig verpackt, die Teile einzeln und jeweils Installationsmaterial. Sechsmal. Eins, zwei, drei. Jetzt habe ich hier auch auf den Testknopf gedrückt. Entschuldigung. Warten wir erstmal den ersten. So ein Rauchmelder besteht eben aus dem Rauchmelder der Batterie, dem Entnahmelätzchen für die Batterie, um die Batterie einfach rauszukriegen. Und die Verarbeitung ist schon toppi. Wenn ich das mit meinen anderen Rauchmeldern vergleiche, das passt schon. Das ist schon anständig und das ist quasi die Installationsunit. Und dann wird das dann quasi mit einem Bajonettverschluss, was ihr hier seht, an die Wand gebracht. So, ich nehme die jetzt mal alle hier raus, die drei erstmal. So, drehe sie mal um. Und sie sehen echt gut aus. Also sie sind optisch klein. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit einem normalen Rauchmelder. Schaut euch das mal an, der Größenunterschied. Sie sind ein bisschen höher, aber sie sind echt klein und unauffällig. Und das war mir eigentlich auch wichtig, diese großen fetten Teile, diese Billigdinger, so Baumarktmelder, das ist schon wirklich ein Unterschied. Da merkt man schon, dass die Technologie schon ein bisschen vorangeschritten ist. Hier ist natürlich auch noch die Funktechnik drin und so sehen die Teile aus. Wir gucken uns mal ein bisschen genauer an und dazu zoome ich da mal ein bisschen dichter ran. Da haben wir hier einmal das Loch sozusagen für die Tröte. Wenn ich jetzt hier auf Test drücke, dann hört ihr das auch. Habt ihr gehört? Dreimal piept er dann, wenn ich einmal Test drücke und dann wisst ihr, ah, der funktioniert. Ich kann auch alle drei gleichzeitig auslösen hier, die alle drei, die hier liegen. Wie das geht, zeige ich euch nachher, nachdem ich sie alle miteinander verbunden habe. Die sind jetzt, die habe ich alle entbunden. Also jeder läuft jetzt für sich einzeln von den dreien. Oder sechs, wenn ich jetzt die anderen drei auch noch raushole. Die habe ich alle voneinander erstmal getrennt, um euch das zu zeigen, wie man sie jetzt miteinander verbindet. Das finde ich ja auch wichtig. So, das gucken wir uns jetzt nochmal genau an. Also hier oben trötet er raus, wenn Alarm detektiert wird. Hier haben wir ein Edelstahlgitter, wo der Rauch eindringen kann, aber keine Insekten. So, und da gehe ich jetzt mal dichter ran. So sieht das Ganze aus. Hier ist die Tröte. Das hier ist nur Design, das ist eigentlich gar nichts, das ist einfach nur ein bisschen optisch schöner gemacht. Und hier über diese drei Edelstahlgitter soll verhindert werden, dass hier irgendwelche Insekten eindringen und sich da drin gemütlich machen. Ja, dann haben wir hier einmal den Testknopf, wenn man den einmal betätigt, dann führt er einen Test durch, beziehungsweise wenn wirklich ein Feueralarm ist, dann löst er dann auch entsprechend aus und signalisiert das auch optisch über eine rote LED, dass hier was los ist. Ich zeige euch das nochmal. Wenn ich das Licht ausmache, könnt ihr das besser sehen. Drücke ich hier nochmal drauf. Test. Habt ihr gesehen, ne? Also leuchtet auch noch parallel dazu. Ja, also wirklich optisch gefällig die Teile. Also Insekten können hier nicht eindringen. Das finde ich auch schon ganz wichtig. Und auf der Rückseite haben wir natürlich diese Batterie. So, und dann habt ihr hier einmal, hier steht hier Pull. Wenn ich hier Pull, flups, steht Batterie hier raus. Und hier haben wir diese Batterie, diese
Lithium-Batterie, diese 3 Volt Lithium-Batterie, Modell CR123A. Kostet 1 Euro bis 1,50 Euro. So, und dann packe ich die wieder da rein. Also dieser Nippel, dieser Pull-Nippel ist wirklich nur, um die Batterie hier rauszuziehen. Mehr ist es nicht. Und wenn ihr sie bekommt, wie gesagt, habt ihr hier noch so einen Plastikeinsatz, der hier hinten den Minuspol von der Batterie von dem Gerät trennt, dass das nicht aktiv läuft. Weil sonst würden die sich ja entladen. Na? So. Dann seht ihr hier noch hier sind noch Schrauben, dass man das Gerät auseinandernehmen kann. Das ist wahrscheinlich aus der Fabrik. Wird montiert irgendwo und das wird mit 3 Schrauben verschraubt und dann ist die Sache erledigt. Und dann hat man hier unten nochmal einen Montagedeckel. Der kommt nachher an die Wand, der wird verdübelt über die beiliegenden Dübel und Schrauben. Würde ich gar nicht machen. Geht auch anders, zeige ich euch nachher. So, und wenn das Ding hier an der Wand verdübelt wäre, dann könnt ihr das Ganze, wie seht ihr hier, hier ist ein Bajonettverschluss. So, und dann kann man das hier so zusammendrücken und dann verriegeln. Oder auch wieder entriegeln, dass man an die Batterie rankommt. Ist ja auch nicht ganz unwichtig, ne? Weil irgendwann nach 5 Jahren ist die Batterie ja mal leer. Oder 4 Jahren. Ich glaube nicht, dass die 5 Jahre hält. Kann ich euch in 5 Jahren sagen. Zack, und dann ist es wieder verriegelt. Und dann hängt das an der Wand. Das Schöne ist natürlich an dieser Halterung, die ist schön glatt. Bei anderen Meldern ist es eben so, das ist jetzt das 2023er Modell. Ja, okay, da haben wir auch eine glatte Fläche und bei dem 22, was abgelaufen ist, genau das gleiche. Also das könnte man auch so an die Wand bringen. Aber die sind deutlich schwerer als diese Modelle. Die wiegen nicht viel. Ich könnte euch mal sagen, wie viel die wiegen. Ich hole mal ganz kurz eine Waage und dann messen wir das auch nochmal aus. So, jetzt habe ich mal eine Waage geholt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich schalte sie mal an. Und die müsste sich jetzt nullen. So, wollen wir jetzt mal die alten Melder mal checken, hier, was die an Gewicht auf die Waage bringen. Das ist natürlich so. So, wollen wir mal so gucken hier. Was hatten die hier? 100. Warte mal. So, schauen wir mal. 145 Gramm. Mit Batterie natürlich. Und der hier hat 140 Gramm. Und der neue hier, die XSense XS01WR, wiegen 102 Gramm. Also sie wiegen knapp 100 Gramm. Komplett. Also 40 Gramm weniger als die alten Systeme. Also finde ich nicht viel. 100 Gramm ist schon mal cool. Warum, werdet ihr gleich sehen, wenn es um diese X-Stripes geht. Zur Montage, ne? 100 Gramm wiegen die Dinger nur. Also 100 Gramm, diese 3 wiegen 300 Gramm. Also fast nichts, ne? Und sie fühlen sich sehr, sehr gut an. Sie liegen gut in der Hand. So, ich verriege mal alle 3 hier. 2, 3. So, alle 3 sind jetzt verriegelt und ihr seht, kommt es leicht wieder ab. So, kein Problem. So, alle 3 sind leicht zu verriegeln und in welche Richtung das geht, seht ihr hier auch. Das heißt also, wenn ihr entriegeln wollt, müsst ihr nur hier so längs öffnet man und so längs schließt man. Na? Ist sozusagen hier auch nochmal markiert. Das wären die einzelnen Melder. Und nun kommen wir zur Bedienungsanleitung. Das muss ich mal auf den Kopf machen. Und dann gehen wir gleich mal zum deutschen Installation. Warte mal. Batterie Replacement. Und dann glaube ich als nächstes schon gleich Deutsch. Warnung hier. Das ist die Bedienungsanleitung in Deutsch. So. Hier sieht man, sie lassen sich alle miteinander verbinden. Wie man sie verbindet und wie man die Verbindung unterbricht, findet ihr hier in dieser Bedienungsanleitung, wie man sie installiert, wo man sie zu installieren hat, worauf man da zu achten hat. Steht hier alles in dieser Bedienungsanleitung. Ziemlich klein. Sollte man auch nicht in die Ecken positionieren. Hier, was statthaft ist, was ideal ist, findet ihr ja auch nochmal. Das finde ich gut, dass es hier in der Bedienungsanleitung drin steht. Und dann eben, was passiert bei Fehlern, wie man sie montiert, was die einzelnen LEDs bedeuten. Das muss ich jetzt mal drehen hier.
LED-Statusleuchte. Rote LED blinkt einmal alle 60 Sekunden. Akustischer Alarm keiner. Das wäre dann der Normalbetrieb. Alle 60 Sekunden blinkt hier einmal ganz kurz die LED. Dann wisst ihr, aha, alles in Ordnung. Bei einem Alarm, rote LED blinkt einmal jede Sekunde. Kurze, schnelle Pieptöne, alle Alarme im vernetzten Netzwerk. Das heißt also, wenn einer auslöst, lösen alle anderen 3 bzw. 6 Stück auch aus. Da gibt es nochmal einen Test für einzelne Rauchmelder. Für mehrere Rauchmelder zeige ich euch gleich, wie das geht. Den Ruhemodus. Ruhemodus bedeutet, rote LED blinkt einmal alle 5 Sekunden. Akustischer Alarm keiner. Und schwache Batterie. Rote LED blinkt einmal alle 60 Sekunden. Ein Piepton alle 60 Sekunden. Also wenn die einmal ganz kurz aufblinkt und alle 60 Sekunden einmal so ein Zirpen erscheint oder so ein Piepen, wisst ihr, Batterie muss ausgetauscht werden, weil die Batterie schwach ist. Und dann haben wir hier noch die taktischen Daten. Die Spezifikation. Wie groß das Ganze ist, nach welcher DIN das läuft, fotoelektrisch, welchen Stromverbrauch, Abdeckungsbereich 20 bis 40 Quadratmeter, Temperaturbereich 4,4 Grad bis 38 Grad, Luftfeuchte kleiner 85%, Alarmton größer 85 dB, Stummschaltdauer 9 Minuten. Das heißt also, wenn man den Alarm deaktiviert, also wenn er dann los alarmieren sollte und man drückt hier drauf, dann fällt er sich 9 Minuten lang ruhig und dann schaltet er wieder scharf. Bla, 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 bla. Und da steht alles in der Bedienungsanleitung. So, das packen wir mal zur Seite, ist nicht ganz so wichtig. Und dann haben wir natürlich noch unsere, wir sind die geilsten und die tollsten, das übliche hier vom Qualikali eingelegte Qualikali Anleitung. Ja, was kann man jetzt mit den Teilen machen? Die sind jetzt nicht miteinander vernetzt. Ich packe mal 2 zur Seite. Wenn ich jetzt hier auf einmal drücke, bedeutet das Test, steht hier auch drauf. Test. Mache ich mal. Einmal gedrückt. Dann piept er 3-mal, dann wisst ihr, der geht. So, wie wenn die jetzt alle verbunden wären, und sie sind ja verbunden, wie trenne ich die jetzt voneinander? Ganz einfach. Ich drücke hier 4-mal die Testtaste, dann piept er 1-mal und dann halte ich die Testtaste ein weiteres Mal gedrückt. Ich mach's mal. 1, 2, 3, 4. Und jetzt halte ich ihn gedrückt. Dann piept er wieder. Und das mache ich jetzt bei allen anderen auch. 1, 2, 3, 4. Festhalten. Getrennt. Das mache ich jetzt bei dem auch. 1, 2, 3, 4. Festhalten. So, diese, die jetzt alle miteinander verbunden waren, arbeiten jetzt alle selbstständig. Woran weiß ich das? Wenn ich jetzt den Test durchführe, also nur einmal drücke, würde natürlich der entsprechende Melder einen Test durchführen. So, und wenn ich jetzt diesen Test wiederhole und ich halte diese Taste gedrückt, müssen die normalerweise, wenn sie jetzt verbunden wären, wenn die jetzt in einem Netz arbeiten würden, würden die auch lospiepen. Das mache ich mal. Ich halte den jetzt gedrückt. Passiert nichts. Weil die nicht miteinander verbunden sind. Genauso bei dem hier. Sind nicht miteinander verbunden. Bei dem hier. Sind nicht miteinander verbunden. Sie reagieren nur einzeln, wenn ich einmal ganz kurz drücke. Habt ihr gesehen? Wären sie jetzt miteinander verbunden und ich würde den hier länger gedrückt halten, würden die auch anspringen. Das heißt also, jetzt haben wir sie ja getrennt. 1, 2, 3, 4. Ich mache es nochmal. Wir trennen jetzt das System. Wir tun jetzt so, als ob sie verbunden wären. 1, 2, 3, 4. Piept einmal und dann halten wir den gedrückt. Piept er noch einmal und dann wissen wir, der ist jetzt raus aus der Nummer. Das hatten wir eben gerade gemacht bei allen dreien. Also sie laufen jetzt alle einzeln. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen jetzt dieses Dreierpack zu einem Dreierpack-Netzwerk zusammen verbinden. Wie funktioniert das? Beim Paaren. Beim ersten Melder müssen wir 4-mal drücken, also 4-mal müssen wir diese Taste drücken. Und bei einem weiteren Melder, beim zweiten, den wir paaren wollen, 2-mal drücken. Machen wir mal. 1, 2, 3, 4. Und bei dem hier, dann ist er sozusagen in Bereitschaft. Seht ihr, er blinkt. Und hier 2-mal. 1, 2. So, jetzt bauen sie. Habt ihr gehört? Sie haben jetzt eine Verbindung aufgebaut.
Okay, den haben wir hinzugefügt. Das machen wir jetzt genauso mit dem hier. 1, 2, 3, 4. Und zweimal bei dem. 2. So, jetzt haben sie parallel rumgepiept. Jetzt sind alle drei, jetzt haben wir aus den Einzelgeräten ein Dreier-Set gemacht. Das heißt also, wenn der jetzt auslösen sollte, würden die beiden auch mit auslösen. Kann ich testen. Und zwar wie folgt. Ich nehme jetzt ein und führe, das wäre ja der Einzeltest. Einmal drücken. Na, die haben nichts gemacht. Obwohl die jetzt alle drei im Netz hängen. Wie kann ich jetzt alle drei ausprobieren? Wie kann ich jetzt alle drei auf Funktion testen, indem ich nur ein auslöse, indem ich diese Taste dauerhaft gedrückt halte? Seht ihr? Es piepen hier alle drei. Und die haben auch geleuchtet. Habt ihr mitgekriegt, ne? Daran seht ihr, dass sie verbunden sind. Das kann ich auch mit dem anderen machen. Das ist ja wurscht, welchen ich da nehme. Nochmal das Gleiche. Und ich mache mal Licht aus, dann seht ihr das auch. Einmal drücken bedeutet nur den einzelnen testen. Dauerhaft gedrückt halten bedeutet alle im Netzwerk testen. Also dauerhaft gedrückt halten. Mache ich jetzt mal. Seht ihr? Alle drei zirpen hier vor sich hin und dann weiß ich, aha, alles in Ordnung. Also alle im Netzwerk funktionieren. Machen wir Licht wieder an. Habt ihr gesehen, es ist total simpel, die Systeme voneinander zu trennen. Also aus einem Sechser-Set sozusagen ein Dreier-Set zu machen. Trennen, hatte ich ja gesagt, viermal drücken. 1, 2, 3, 4, dann piept er einmal und dann drückt man einmal und hält gedrückt und dann ist er getrennt. Ich kann es ja mal machen. Ich nehme aus diesem Zweier-Set nehme ich den hier mal raus. So, und drücke ihn viermal. 1, 2, 3, 4. Halt einmal gedrückt und dann ist er getrennt. Das heißt, also jetzt haben wir hier, die beiden sind dann miteinander noch verbunden und den haben wir gerade rausgenommen. Das kann ich euch beweisen, indem ich jetzt diesen Test wieder mache. Das heißt also, wenn ich den jetzt hier gedrückt drücke und gedrückt halte, müssten diese beiden nur zirpen und der müsste hier komplett außen vor sein, weil der jetzt sich nicht mehr im Netzwerk befindet. Machen wir mal. Seht ihr? Und der ist komplett ruhig. Also diese beiden sind miteinander verbunden und den hatten wir gerade rausgenommen. Wie bekommt man den wieder hinzugefügt? Wir hatten das ja gesagt, beim Paaren ein Melder viermal drücken und den man dazufügen will, also der jetzt getrennt ist, zweimal drücken. Ich mach's mal. 1, 2, 3, 4 und den zweimal. 1, 2. So, und der ist jetzt. Pieps zweimal als Bestätigung und jetzt haben wir wieder so ein Dreier-Set. Kann ich euch beweisen, indem ich wieder hier länger drauf drücke und die anderen beiden werden gleich zirpen. Und leuchten. Seht ihr? Der und der funktionieren wieder. Also, wir haben jetzt hier ein Dreier-Funknetz. Sollte jetzt irgendeiner auslösen, sollte der jetzt ein Feuer detektieren oder der sollte ein Feuer detektieren, also Rauch, oder der sollte Rauch detektieren, gehen alle drei an. Alle drei machen Alarm. Und man kann den Alarmton durch Drücken der Taste beenden, denn verstummen alle, außer der detektiert hat. Das heißt also quasi, der würde jetzt den Alarm melden. In dem Raum, wo der hier hängt, würde es jetzt brennen und rauchen. Dann würde der natürlich anschlagen und die anderen beiden natürlich mitnehmen. Und wenn ich jetzt auf einen von diesen hier drücke, würden eigentlich alle ausgehen, außer derjenige, der den Alarm detektiert hat. Der bleibt nämlich an.
Die anderen beiden, also wenn ich den jetzt hier auf stumm schalte oder wenn ich jetzt die Taste drücken würde, dann würde der ausgehen, weil da kein Rauch ist, und der würde ausgehen, weil kein Rauch ist, und einer würde weiter piepen. Und zwar gerade mein Akku leer. Der weiter piept, ist derjenige, der angeschlagen hat. Da, wo es brennt oder wo der Rauch ist. So, und dann müsstet ihr natürlich zu dem, der initiiert hat, der den Feueralarm initiiert hat, müsstet ihr hingehen und da auch nochmal den Knopf drücken. Wenn er nicht sein sollte, als Beispiel jetzt. Also man kann das gesamte Netzwerk stumm schalten, bis auf den, der ausgelöst hat. Damit man immer weiß, in welchem Raum wurde jetzt eigentlich ausgelöst. Also echt eine coole Geschichte. Ich finde die Dinge echt geil. Also richtig gut. Richtig gut und vor allen Dingen schön klein. Die tun echt nicht weh an der Decke. Jetzt ist die Frage, jetzt werdet ihr euch sicherlich denken, wie kriege ich das Zeug denn nun an die Decke? Ja klar, ihr könnt natürlich hier zwei Löcher durchbohren und das Ganze verschrauben an der Decke, und dann setzt ihr den Melder an die Decke und verriegelt ihn. Könnt ihr machen mit dem beiliegenden Dübeln als Beispiel. Finde ich aber nicht so elegant, weil Löcher bohren ist immer ein bisschen doof. Weil jeder Feuermelder, ihr seht es auch schon hier, ist irgendwie doch ein bisschen anders. Und dann habt ihr an den Stellen immer 1000 Löcher in der Decke. Ich finde es viel schöner, wenn ihr das Ganze ohne zu bohren macht. Und dazu empfehle ich euch diese Tesa Power Strips. Die sind echt cool. Und die kosten echt nicht die Welt. Die habe ich bei Aldi gekauft. Die kostet mal 1,99, wie ihr seht. 1,99 bei Aldi. Und dann, viele Leute lassen die auch liegen. Und dann kosten die nur noch 40 Cent. Ich habe dafür 40 Cent bezahlt für 10 Large Power Strips. Die gibt es in zwei verschiedenen Größen. Einmal als Small. Das sind die kleinen Power Strips. Und dann gibt es die einmal in Large. Warte mal, Small habe ich hier. Habe ich auch 40 Cent bezahlt. Da schlage ich immer mal zu. Die benutze ich für ganz viele Sachen. Die sind echt toll von Tesa, diese Power Strips. Und dann, wie gesagt, 10 große, 10 kleine. Damit habe ich hier ganz, ganz viele Sachen befestigt. Und kosten nicht die Welt und sind super praktisch. Also ihr könnt jetzt einen Power Strip nehmen. Ich opfer mal einen. Ich packe mal einen aus. Ihr könnt jetzt einen Power Strip nehmen. So, und die kriegt ihr auch rückstandslos wieder entfernt. Und dann könnt ihr diesen Power Strip hier raufkleben. Abziehen hier die zweite Seite. Und dieses Teil klebt ihr an die Decke. Das hält bombenfest. Also es fällt nicht ab. Und die Power Strips, die smallen, die kleinen, die halten bis 0,75 Kilogramm. So viel Power haben die Dinger. Nicht umsonst heißen die Power Strips. Also bis 750 Gramm. Wir hatten ja vorhin gelernt, so ein Ding wiegt 100 Gramm. Also selbst die kleinen Power Strips würden reichen. Aber ich empfehle euch, nehmt die großen. Nimm die hier. So, und ich mache das mal. Ich packe das Ding jetzt mal, klebe das mal an die Decke. Jetzt über mir habe ich mal testweise den Feuermelder, Rauchmelder hingehängt. Hier seht ihr meinen Beamer. Und hier oben hängt der Rauchmelder. So, jetzt gehe ich mal mit euch mal ein bisschen dichter ran. Und zoome so dicht ran, wie es irgendwie geht. Lass mal gucken. Ja, da haben wir ihn. So, und der hängt echt bombenfest. Hier oben ist er. Der hängt echt bombenfest. Also ist nur mit dem Tesa Power Strip befestigt. Na, wenn ihr den mal wechseln müsst, zack. Na? So. Und wenn ihr den mal wechseln müsst oder ihr wollt ihn abhaben, also dann müsst ihr schon ganz schön ziehen, um ihn wieder zu lösen. Und das Schöne ist bei den Tesa Power Strips, ihr seht es schon, oder auch nicht. Die kriegt man rückstandslos wieder von der Decke runter. Zieht man hier einfach dran. Und dann kann man das Ganze rückstandslos entfernen. Das werden wir jetzt gleich mal machen. Ich zeige euch das mal an dem Gerät selbst. Also die Dinger sind echt cool. Als kleiner Geheimtipp sozusagen von mir, wenn ihr keinen Bock auf Bohren habt. Also hier ist dieser Tesa Power Strip, den wir ja gerade geschlachtet haben. Also hält Bombe. Die halten echt gut. Und wenn ihr die lösen wollt, braucht ihr nur dran ziehen. Seht ihr das? Und dann lösen die sich wieder. Zack. Und dann sind sie, und da habt ihr dann auch nicht irgendwelche Klebereste dran. Und dann habt ihr sie wieder abgelöst. Das funktioniert ausgezeichnet. Auch noch nach Jahren. Weil ich benutze die auch schon seit Ewigkeiten, die Dinger. Die sind echt klasse.
Tesa Power Strips, die sind echt super. Der ist jetzt für die Tonne. Und hält Bombe. Hält wirklich Bombe. So muss es sein. Also da fällt auch nichts ab. Also mit diesen Tesa Power Strips seid ihr richtig gut bedient. Nimmt die kleinen, die funktionieren auch. Bis 750 Gramm. Oder eben, wenn ihr die ganz großen Gewichte daran hängen wollt, aber das braucht ihr nicht, das sind 100 Gramm, könnt ihr auch bis 1,5 Kilo nehmen. Sie kosten das Gleiche. Schaut selbst, bei Aldi gekauft, jeweils für 40 Cent. Normalpreis war da 1,99 für 10 Stück. Solltet ihr die mal sehen, nehmt sie mit, die sind echt super. Die machen große, große, große Freude und sind super nützlich. Und so. Sie sehen ein bisschen aus wie Pflaster, seht ihr, ne? Sind wirklich nützlich. Jo. Also, besser geht nicht. Zwei, das sind immer zwei Stück drin, ne? Seht ihr, ne? Gut. Und dann haben wir jetzt einen vernichtet, um euch das mal zu demonstrieren. Und auch wenn ihr es nicht glaubt, die sind super. Ihr braucht keine Dübel, ihr braucht keine Schrauben. Ihr könnt das einfach mit dem Powerstrip nehmen. Denkt bitte dran, klar, da solltet ihr schwitzen oder eben zu Fingerfett neigen. Also fettige Oberfläche ist natürlich für so einen Powerstrip nicht so schön. Macht das dann nochmal ein bisschen sauber, aber die kommen ja sauber zu euch. Und auch an der Stelle, wo ihr montiert, solltet ihr die, wenn ihr eine Holzdecke habt, die frisch geölt haben, seht zu, dass an der Stelle nicht eine Tonne Öl ist oder sowas. Dann halten die natürlich nicht so super Bombe, ne? Aber ihr habt es hier gesehen, meine sind, vor einem Jahr habe ich die frisch geölt, die Paneele. Und das hält super, glaubt es mir. Die funktionieren astrein. Also ihr braucht noch nicht mal den Untergrund vorbereiten. Die fallen nie wieder ab. Und ihr kriegt, vor allen Dingen das Schöne ist, durch diese Powerstrips sieht man, man kriegt diese Geschichten durch dieses Ziehen, deswegen ist hier oben auch diese Folie, man kriegt sie quasi rückstandslos wieder entfernt. Gute Geschichte. So, jetzt gehe ich mal wieder nach oben. Ja, also ihr habt gesehen, von mir bekommt das System einen Daumen nach oben. Also ich finde die Dinger echt cool. Gut, 150 Euro, aber 6 Stück, ne? Dürft ihr nicht vergessen. 6. Ein 6er-Pack, 25 Euro einer, ne? Und 10 Jahre lang Ruhe. Und vor allen Dingen klein, ne? Klein und leicht. Das ist schon geil. Das ist also neueste Technologie, sage ich jetzt einfach mal. Bei Amazon haben die auch relativ gute Bewertungen gekriegt, also nichts Negatives. Das Einzige, wo die mal rumgeheult haben, ist irgendwie, dass die Batterien wohl mal bei einigen Modellen wohl nicht ganz in Ordnung waren, also dass die Batterien nicht ganz voll sind, dass sie dann irgendwie nach einem oder zwei Jahren die Batterien tauschen wollten. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil wenn man die Dinger neu kauft, so lange gibt es sie noch gar nicht im Markt. Also das scheint mir auch ein bisschen Fake-Bewertung zu sein. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen bei Amazon bei den Bewertungen, ne? Also das glaube ich persönlich nicht ganz. Ich werde aber berichten, sollten die Dinger irgendwie negativ auffallen. Also echt toll. Bin echt begeistert. Das Trennen dieser Systeme oder das Neukonfigurieren dieser Systeme ist echt Pillepalle. Und wie gesagt, alle drei, jetzt kann ich hier im Set alle drei sozusagen auslösen. Ich halte das nochmal hier so hin. Mach bei einem Test, den halte ich dann natürlich fest, damit alle anderen auch noch auslösen. Ihr schaut selbst. Also einer schlägt an und alle anderen auch. Also wenn jetzt unten an der Parterre oder im Keller loslegen würde, würden alle anderen in der Hütte auch anschlagen. Drückt man bei einem drauf, gehen alle anderen auch aus, bis auf den, der ausgelöst hat. Dann weiß man immer, wo die Quelle der Alarmierung war. Also ein tolles Teil. Ich habe weiter sonst nichts zu sagen. Ein tolles Teil. Und ich werde jetzt die Dinger jetzt ein halbes Jahr lang testen. Und wenn die mir gut gefallen, also wenn ich jetzt im halben Jahr keinen Ärger mit den Teilen habe und die prima funktionieren, dann will ich mir nochmal den hier bestellen. Und zwar den Rauch- und Kohlenmonoxid-Melder, das Modell SC07W. Weil den kann ich nämlich hier auch mit in dieses Netzwerk mit einbinden. Als Rauchmelder habe ich nämlich unten nicht da, wo die Therme steht, sondern ich habe da wirklich nur derzeit diesen Kohlenmonoxid-Melder, der nur rein Kohlenmonoxid misst. Und das ist ein Kombisystem für 46,99 Euro, finde ich, geht auch. Was sich ins Netzwerk hier einbinden lässt und gleichzeitig als Rauchmelder und Kohlenmonoxidmelder fungiert. Natürlich mit Digitalanzeige, wo er auch den Kohlenmonoxidwert anzeigt. Also ganz, ganz ausgezeichnet. Und ich kann euch nur empfehlen, ich packe es unten unter die Videobeschreibung, packe ich euch diese 6 Teile hin, falls ihr das
gleiche haben wollt. Sonst, wenn ihr euch unsicher seid, bestellt, ihr könnt ja auch einen einzelnen bestellen, aber 30 Euro finde ich für einen ein bisschen teuer. Im 6er-Pack für 25 Euro finde ich die wieder angemessen. Und ich packe euch an das Video auch diese Powerstrips. Aber wenn ihr mal bei Aldi seid oder sowas, achtet mal drauf. Hin und wieder liegen diese Dinge bei Aldi rum und dann schnappe ich mir die immer. Weil die werden sehr, sehr unterschätzt und viele wissen gar nicht, was man damit alles Tolles machen kann. Und damit habe ich zum Beispiel auch, ich habe da hier auf meiner Treppe 12 Stufenmatten und die Stufenmatten, die rutschen ja normalerweise. Und mit doppelseitigem Klebeband auf dem teuren Holz wollte ich sie auch nicht befestigen. Und ich wollte sie so befestigen, diese Stufenmatten, dass ich sie wieder, dass sie zwar fest sind, aber sich auch wieder lösen lassen und das Holz nicht angegriffen wird. Dafür nehme ich diese Powerstrips. Da nehme ich dann 2 Powerstrips pro Stufenmatte, klebe die rechts und links ran, klebe die Stufenmatte aufs Holz und das hält Bombe. Das hält echt Bombe. Und vor allen Dingen, wenn man die Stufenmatten mal austauschen will, schmeißt man sie weg und man kriegt auch die Powerstrips wieder abgezogen, ohne dass das Holz in irgendeiner Art und Weise leidet dabei. Und man sieht nicht, dass da mal Powerstrips drauf waren. Und das ist eben das Coole. Und hier ist es genau das Gleiche. Ein Powerstrip an die Decke geklatscht und das hält ewig. Und wenn man da keinen Bock mehr drauf hat, dann zieht man den wieder ab. Entweder bleibt der Powerstrip hier hängen und wenn er an der Decke hängen bleibt, zieht man ihn an der Decke halt ab. Vorsichtig. Man zieht ihn einfach an diesen, was ich euch gezeigt habe, an der Folie und dann wird er immer länger und dann löst er sich dadurch von der Decke. Völlig simpel. Also wirklich eine tolle Technologie, was Tesa sich da ausgedacht hat. Also die Tesa-Produkte sind gut, aber sie sind auch, wenn man sie normal kauft, finde ich ein bisschen teuer. Aber wie gesagt, hier für 1,99 so wunderbar und insbesondere für 40 Cent. Da habe ich dann nochmal zugegriffen. Ich denke, 40 Cent ist geschenkt. Ne? Für 10 von den Powerstrips habe ich mir in klein und in groß geholt. Also für 750 Gramm und 1,5 Kilo. Verlinke ich euch trotzdem auch nochmal unter diesem Video. Solltet ihr diese Teile bestellen für 149 Euro, dann tut so ein Paket Tesa Powerstrips, das sind 10 Stück drin, am besten in Large. Tut nicht weh, findet ihr zusätzlich unter dem Video und dann habt ihr auch gleich vernünftiges Installationskit dafür, ohne dass ihr bohren müsst. Weil ich finde immer so diese geklebten Varianten, sie müssen bloß halten, das ist eben das Entscheidende. Und das ist bei den Tesa Powerstrips auch der Fall. Die backsen wie solche, die Teile. Ne? Und wie gesagt, dadurch, dass sie so wie solche backsen, man kriegt sie zumindest auch wieder ab. Rückstandslos ab. Und das ist auch wichtig, wie ich finde, dass ihr euch da nicht da wo ihr es reingebackst habt, dass ihr euch das versaut. Ne? Ja, habe ich schon viele, viele Jahre Erfahrung gesammelt. Ich glaube, ich hatte euch das schon ein paar Mal empfohlen, diese Powerstrips. Tue ich es jetzt nochmal. Ja, also gefallen mir ausgezeichnet, die Dinger. Insbesondere auch, weil sie jetzt das Problem lösen, dass sie miteinander vernetzt sind, was ich sonst nie hatte und was mich immer ein bisschen gestört hat. Dass wenn einer losgeht, dass man, wenn man 2 Etagen weiter weg ist und da irgendwie pennt oder sowas, ne, oder rumdöst, dass man das nicht unbedingt sofort hört. Oder wenn man richtig schlafen sollte, dass man sich hört und das ist das Allerschlimmste. Ne? Das heißt also, wenn jetzt einer anschlägt von diesen 6 Teilen, gehen alle 6 los. Und das finde ich schon cool. Das heißt also, unten im Keller brennt's und oben im 2. Stock bekommt man den Alarm. Also, toppi, ne? Da sind, so gesehen sind 149 Euro dann auch nicht zu viel. Habe ich sonst noch irgendwas? Nee, ich habe nichts mehr. Ich bin durch. Ich habe auch fast meinen Tritop weggenuckelt, ohne hier an meiner Saugeflasche. Doch einmal habe ich demomäßig gezogen. Ne? Ja. Oh, ist das sauer. Brr. Aber sauer macht lustig. Ja, meine Lieben. Dann ziehe ich mal die Kappe mit meinem selbstgeschnittenen Haar. Zieh mal die Kappe. Bedanke mich fürs Zuschauen. Sollte euch das Video und auch das mit diesen Feuermeldern, mit diesen Interlink-Feuermeldern, mit den Wireless Interlink Smoke Alarm Feuermeldern von der Firma Xsense. Soll euch das gefallen haben, würde ich mich freuen. Und lasst mir ein Abo da, macht die Klingel an. Ganz, ganz wichtig, gebt mir einen Daumen rauf oder runter, völlig egal. Und wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder, wenn ich das natürlich schneiden werde, das steht in den Sternen. Wir sehen uns morgen wieder zum Kona-Video. Wo ich dann noch ein bisschen was sage zu meiner 3-Jahres-Wartung und zu den Problemen, die jetzt so in dem letzten Jahr mit dem Kona auch noch aufgetreten sind. Und da will ich dann auch noch mal ein eigenes Video machen, damit ihr da so ein bisschen auf dem Laufenden seid, wie mir der Kona denn so gefällt, mein Elektro-Kona. Vorab schon mal jetzt. Ein Top-Auto, ne? Ein geiles Auto. Ich bin wunschlos glücklich mit dem Teil. Ne? Und ja, da kommt übrigens auch noch was im Frühjahr. Das wollte ich eigentlich schon letztes Jahr machen, wie wir den Kofferraum pimpen.
Das machen wir, sobald es draußen ein bisschen schöner wird, dann werden wir mal mit der Stichsäge arbeiten, ein bisschen Teppich verlegen, Geheimklappen einbauen und so einen Scheiß und in den Kofferraum extrem pimpen. Aber bevor das soweit ist, passt gut auf euch auf. Solltet ihr keine Rauchmelder bei euch in der Bude haben, ich appelliere daran, installiert euch Rauchmelder. Solltet ihr eine Gastherme haben, auf jeden Fall, das ist das Allerwichtigste, ein Kohlenmonoxidmelder. Er muss ja nicht von X-Sense sein. Aber wenn ihr an diesen Teilen Spaß habt, das werde ich jetzt, wie gesagt, das halbe Jahr ausprobieren, bis zum August, also ich sage mal Ende des Jahres, also bis Ende 2022, dann wandert er auch in die Tonne. Und dann werde ich mir nochmal so ein Teil mit dem Link-Plus-System dazu kaufen, dass ich auch noch einen Kohlenmonoxidmelder in dieses Netzwerk mit einbaue. Finde ich echt clever und sie sind echt schön. Ne? Sie sind echt schön. Mein Feuermelder ist ja schön. Wenn ich den jetzt hier so in die Kamera halte, würde ich sagen, nee, Feuermelder sind potthässlich. Ja, vor allen Dingen diese Dinger, diese Billigteile. Das ist natürlich wieder was Hübsches. Ne? Das ist echt ein hübsches System. Finde ich echt gelungen, weil es auch so klein ist. Ne? Klein, sie vernetzen sich und sie machen alles das, was sie machen sollen. Finde ich echt cool. Und die Batterie soll angeblich 5 Jahre halten. Und selbst wenn nicht, neue Batterie kostet 1 Euro, beziehungsweise wenn man es teuer kauft, 1,50 Euro. Ja, also da halten sich die Folgekosten noch schwer in Grenzen. Ne? Meine Lieben. So, von mir bekommt ihr 2 Daumen nach oben. Von euch hatte ich schon einen Daumen gekriegt. Ja, denn wäre jetzt der Zeitpunkt, mir einen Daumen zu geben, nach unten oder nach oben. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Das wird dann diesmal ein Kona-Video. Ja, viele werden sagen, ey, du wolltest doch den Oktober zeigen, mache ich noch. Du wolltest doch noch deine Beamer-Leinwand zeigen, mache ich noch. Du wolltest doch noch die analog-digital-Digitalisierungskarte zeigen, mache ich noch. also thementechnisch besteht bei mir, was das Thema Themen angeht, besteht bei mir kein Mangel. Ich habe immer gute Ideen für nützliche Sachen. Aber wenn es um eure Gesundheit und euer Leben geht, denke ich mal, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ich euch diese Teile mal vorstelle, so wie ich hier vorgehe, was ich hier mache. Und sowas interessiert euch ja auch immer so ein bisschen. Ne? Ja, 100. Was war das? 149,99 €. Aua, aua, aua. Aber 6 Stück, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Ne? Und sicherlich 1000 Mal besser als dieser Müll hier. Ne? Die haben mich nachher echt schwer genervt. Mehrere Fehlannahmen mit den Teilen gehabt, wenn man da so Dampfer ist oder sowas. Dann gehen die, also der eine reagiert, der andere reagiert nicht. Die reagieren immer alle irgendwie unterschiedlich. Und also so richtig okay, besser als gar nichts, aber es ist Müll. Das ist echt Schrott, ne? Für 4 bis 10 Euro so ein Ding, ne? Das ist echt echter Müll. Das, denke ich mal, ist schon so ein bisschen was Besseres, ne? Und warum soll man nicht in seine eigene Sicherheit und in sein eigenes Leben ein wenig investieren. Kann nicht schaden. Und so teuer ist es gar nicht. 25 Euro eine. Passt doch. So, haut rein. Bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl. Bleibt mir treu. Oder haltet mir die Treue. Und ja, Peace.